Herzlich willkommen zur Lage der Nation. Ausgabe Nummer 359 vom 28. November 2023. Und an den Mikrofonen begrüßen euch Ulf Burmeier, das bin ich, und Philipp Bansel, ganz herzlich willkommen. Ja, ihr hört das vielleicht schon ein bisschen. Wir sind nicht in unserem natürlich akustisch perfekten Studio, wie ihr das gewohnt seid, sondern wir sind heute im Bundestag. Und im Bundestag ist eben nicht perfekte Ruhe, wie wir gerade festgestellt haben. Genau, heute war nämlich die Regierungserklärung von Olaf Scholz angesetzt. Und außerdem hatten wir uns zu einem Interview verabredet. Und deswegen sind wir mal in den Bundestag gefahren, sitzen jetzt hier im Paul-Löbe-Haus. Das ist dieses langgestreckte Gebäude gegenüber dem Kanzleramt. Und dort sitzen normalerweise die Ausschüsse. Aber ja, es ist eben nicht 100% ruhig, denn im Hintergrund läuft eine kleine Veranstaltung der SPD-Fraktion. Ja, nennt sich starke Kultur, soziale Demokratie, vielfältige Gesellschaft. Ich glaube, da kann man Ja zu sagen, was immer da auch passiert. Genau, und das klingt irgendwie gut. Wir haben jetzt auch keine Alternative als Ja zu sagen, weil wir hier einfach keine andere Unterkunft gefunden haben. Ihr seht das vielleicht auch in den Kapitelbildern. Wir haben ein kleines Foto gemacht. Wir haben uns also hier die Stühle an die Steckdose geschoben. Weil Steckdosen hier einfach total rar sind im Bundestag. Genau, kann ja auch keiner ahnen, dass im Bundestag jemand mal Strom braucht. Also, ja, völlig ausgeschlossen. Ja. Schon gar nicht für Staubsaugen. Also die SPD sorgt so ein bisschen für Atmo. Und damit springen wir hinein in unser Pad für diese Woche. Wir sind natürlich auch hier, weil Olaf Scholz heute eine Regierungserklärung gegeben hat und die war mit Spannung erwartet worden, weil das Urteil des Bundesverfassungsgerichts natürlich weiter nachwirkt. Die Ampel muss, das war schon relativ schnell klar, eine völlig neue rechtliche Grundlage finden, um mehr Schulden zu machen, als die Schuldenbremse das eigentlich erlaubt, denn unter anderem diese 60 Milliarden Berechtigungen Schulden zu machen, die im KTF, im Klimatransformationsfonds festgehalten waren, die sind ja nun weggefallen. Ja, und deswegen hat die Ampel auch sofort angefangen, bestimmte Dinge zu streichen. Wir hatten das erzählt, Finanzminister Christian Lindner hat sogleich eine Haushaltssperre verhängt. Es dürfen also zunächst mal nur noch Sachen ausgegeben werden, die bereits rechtlich verbindlich verpflichtend sind. Und bestimmte Ausgabepläne hat die Ampel auch schon abgehakt. Zum Beispiel 10 Milliarden Euro für die Aktienrente werden zunächst mal nicht investiert. Ja, das fand ich interessant, weil das ja schon eines der Lieblingsprojekte der FDP war. Man könnte sagen, auch eines der sinnvolleren Projekte der FDP, wo die Idee halt war, wir legen über die nächsten 10 oder 15 Jahre jedes Jahr 10 Milliarden Euro aus Steuergeldern an, um damit die Rentenkasse aufzupäppeln und die Rente. Also mit den Erträgen. Mit den Erträgen, ja. Genau. Nicht nur mit den 10 Milliarden, sondern mit den Erträgen aus den 10 Milliarden. Hatten wir auch schon mal drüber berichtet. Projekt hat, wie viele Projekte, auch Vor- und Nachteile. Aber dieses Projekt ist zumindest für dieses Jahr erstmal auf Eis gelegt. Keine 10 Steuermilliarden für die Aktienrente. Also finde ich ehrlich gesagt so eine Art Zeichen des guten Willens von Seiten der FDP, ne, dass sie jetzt auch auf etwas verzichten, was ihnen eigentlich so programmatisch sehr am Herzen lag. Ja, das Problem ist aber, 2023 ist fast vorbei. Selbst mit dieser Haushaltssperre ist kaum noch wirklich was einzusparen, weil das Geld eben von 11 Monaten fast schon ausgegeben ist. Deswegen kam die Ampel im Grunde nicht darum herum, einen sogenannten Nachtragshaushalt in den Bundestag einzubringen. Der hat das Kabinett inzwischen passiert. Und dieser Nachtragshaushalt sieht eben vor, dass statt der bisher geplanten 45 Milliarden Euro an neuen Schulden nun knapp über 70 Milliarden Euro aufgenommen werden sollen. Ja, das sind also deutlich mehr neue Schulden, als die Schuldenbremse eigentlich erlauben würde. Stellt sich die Frage, Philipp, wie will die Ampel den Haushalt 2023 denn verfassungskonform hinbekommen? Na, die erste Hälfte der Antwort haben wir ja letzte Woche schon bekommen, dass die Ampel die Schuldenbremse noch einmal nachträglich sozusagen für 23 aussetzen will. Sie will, das wussten wir auch, eine Notlage nochmal erklären für 23. Die offene Frage war, was für eine Notlage soll das denn sein? Wie soll diese Notlage begründet werden, was ist der Quell dieser Notlage? Und da sind wir jetzt ein bisschen schlauer. Ja, und die zweite Frage, die noch offen war, wird sie nur für 2023 die Schuldenbremse nochmal aussetzen oder zum Beispiel auch für 2024? Und auf beide Fragen lieferte Olaf Scholz heute im Deutschen Bundestag in seiner Regierungserklärung Antworten, wenn auch in unterschiedlicher Deutlichkeit. Richtig klar ist nun, Philipp, aus welchen Gründen die Schuldenbremse für 2023 nochmal ausgesetzt werden soll. Ja, die Gründe liegen im
Ukraine-Krieg, auch in der Unterstützung, die die Ukraine erfährt, aber vor allen Dingen in den hohen Energiepreisen, die dieser Ukraine-Krieg zur Folge hatte und auch noch hat. Das ist der eine Grund. Und der andere, für manche vielleicht ein bisschen überraschend, ist die Überschwemmung, die es gegeben hat im Ahrtal. Auch da wurde ein Sondervermögen angelegt in Höhe von 30 Milliarden Euro, aus dem dieses Jahr, glaube ich, 1,6 Milliarden geflossen sind. Und auch diese Schulden müssen neu gerechtfertigt werden. Also ehrlich gesagt bin ich sehr spannend, ob das alles dann hinterher genauso aufgehen wird, denn wir hatten es in der Lage mehrfach ausführlich erörtert. Es reicht ja nicht nur zu sagen, wir haben Notlage, sondern die Schulden, die mit dieser Begründung dann aufgenommen werden können, die müssen ja tatsächlich auch zur Bewältigung der Notlage ausgegeben werden. Und bei allen Schäden im Ahrtal kann man sich schon die Frage stellen, ob das unterm Strich reichen werden wird. Ja, und dann zweite Frage, die eben sehr spannend ist, wird die Aussetzung der Schuldenbremse auf das Jahr 2023 beschränkt? Da deutet der Bundeskanzler im Bundestag an, dass dem eher nicht so sein dürfte. Eine neue Realität schafft das Urteil allerdings insofern, als Hilfen in solchen Notsituationen nun jedes Jahr vom Bundestag neu beschlossen werden müssen, aber auch neu beschlossen werden können. Ja, und das finde ich ist ein Wink mit dem Zaunfall. Ja, wir machen das jetzt für dieses Jahr und die große Frage ist halt, wie soll es nächstes Jahr werden? Und er sagt, naja, wir können halt auch eine Notlage jedes Jahr beschließen. Das heißt also, er deutet schon, finde ich, sehr deutlich wahrnehmbar an, nicht nur für 2023 gilt es, eine Lücke zu schließen, ja. Auch für 2024 stellt sich ja die Frage, wie wird der Haushalt verfassungskonform, und ich finde auch für mich klingt Scholz sehr deutlich wie, ja, das will ich auch im nächsten Jahr, aber das ist natürlich nicht der einzige Weg, um den Haushalt quasi fit zu machen für den Verfassungscheck. Die Ampel hat sich auch vorgenommen zu sparen. Da ist Scholz ziemlich eindeutig. Er sagte, wir reden jetzt über den Haushalt 24. Da wurde die Abstimmung aber zunächst mal verschoben. Das gibt uns Zeit, vorhandene Spielräume im Haushalt auszuloten, Schwerpunkte zu setzen und natürlich auch Ausgaben zu beschränken. Also nicht nur die Schuldenbremse wahrscheinlich 24 nochmal aussetzen, sondern eben auch sparen. Sie haben damit jetzt schon angefangen, die Preisbremsen, die ja bis März nächsten Jahres für Gas und Strom laufen sollten, die sind jetzt Ende diesen Jahres beendet. Also das war ja so die Idee, wir helfen den Leuten und den Betrieben, wenn die Preise für Strom und Gas über einen bestimmten Preis rübergehen, dann unterstützt sie der Staat. Das geht jetzt nur noch bis Ende des Jahres und nicht mehr im nächsten Jahr. Ja, dazu sagt Olaf Scholz, die Preise seien zwar noch relativ hoch, aber sie lägen doch immerhin unter dem Preis, der durch diese Preisbremsen garantiert werden solle. Mit anderen Worten, man braucht die Bremsen eigentlich gar nicht mehr, außerdem seien die Gasspeicher voll, deswegen rechnet er offenbar nicht mehr mit einem drastischen Ansteigen des Gaspreises. Allerdings ist das natürlich im Grunde eine Spekulation, ne? Das weiß niemand, wie es sich entwickeln wird. Also zum Beispiel, wenn der Ukraine-Krieg sich für die Ukraine drastisch negativ entwickelt, dann weiß der Himmel, was da genau passiert. Ja, also er war schon, ich habe mir das Ding angeguckt, er war schon wirklich sehr, sehr bemüht, Ruhe auszustrahlen, Kontrolle zu vermitteln und auch die Leute zu beruhigen. Er sagte sowas wie, im Alltag der Menschen ändert das Urteil heute nichts. Und der Staat, sagt er, wird niemand alleine lassen. You will never walk alone. Das sind so diese Scholz-Sätze. Ich habe das alles unter Kontrolle. Kein Grund zur Aufregung. Bitte gehen Sie weiter. Pläne werden folgen. Ja, gleichzeitig versprach Scholz aber auch, die Modernisierung des Staates ist wichtig und sie geht weiter. Er machte sehr deutlich, dass wir jetzt investieren müssten in Infrastruktur, in die Energiewende, und er machte auch deutlich, er will den Reformstau weiter auflösen, und daran werde auch das Urteil nichts ändern, auch angesichts der Milliardensubventionen, die eben in anderen Staaten investiert werden. Die großen Modernisierungsvorhaben für unser Land sind nicht hinfällig geworden. Im Gegenteil. Egal, wo man hinschaut, ob in die USA oder nach Frankreich, nach China oder Japan, überall sind Regierungen dabei, massiv in die Zukunft zu investieren. Weltweit investieren Länder in moderne und digitale Infrastruktur, in saubere Energieversorgung und in klimafreundliche Technologien. Wir sind mitten im Aufbruch in eine neue Ära. Vergleichbar in seiner Dimension nur mit dem Aufbruch in das Industriezeitalter. Jetzt, schon in den allernächsten Jahren, entscheidet sich, wo künftig Wertschöpfung stattfindet
wo Innovation und Wohlstand zu Hause sind, in einer klimaneutralen Welt. Ja, klingt irgendwie alles gut, klingt irgendwie so, als sollte alles weiter nach Plan verlaufen. Allein wie konkret welche Projekte umgesetzt werden, im Lichte dieses Urteils, das blieb offen. Ja, und das ist halt so ein bisschen problematisch, wenn man zwar auf der einen Seite Vertrauen vermitteln will, die Menschen beruhigen will, aber den Menschen nicht sagt, was genau der Plan ist. Ne? Also einfach nur zu sagen, alles wird gut, alles wird gut, das funktioniert natürlich mit Kindern. Aber die Menschen im Lande erwarten doch von Scholz ein bisschen mehr als alles wird gut. Die erwarten doch von ihm konkrete Ansagen. Ne? Und ich finde, Philipp, da war doch seine Rede vergleichsweise dünn. Da sagt er, naja, wir loten halt aus, was geht im Haushalt 2024. Wir arbeiten da dran und das Land braucht Klarheit. Ja gut, Logo, aber wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Da sagt er, na gut, Sorgfalt geht vor Schnelligkeit, hat er da nochmal gesagt und war wirklich bemüht, Optimismus leider abzulesen. Das muss man ehrlich mal so sagen. Ja, statt seine 3-4 Punkte, die er da vorgetragen hat, im Kern einfach mal frei vorzutragen, hat er sich halt am Manuskript festgehalten und manchmal auch verlesen. Das hilft nicht dabei, Optimismus und Kontrolle zu verbreiten. Nee. Und damit schlug dann die Stunde von Friedrich Merz, dem Chef der Unionsfraktion und damit zugleich Oppositionsführer im Deutschen Bundestag. Er hatte schon vorher verkündet, die Union werde zwar nicht gegen den Nachtragshaushalt 2023 klagen, aber er behielt sich vor, dass man doch gegen den Haushalt 24 nach Karlsruhe ziehen wolle, wenn die Bundesregierung auch für diesen Haushalt nochmal eine Haushaltsnotlage vom Bundestag beschließen lassen sollte. Aber vor allem übte er in seiner Rede doch massive Kritik an Olaf Scholz. Ja, er sagte, letztlich ist Olaf Scholz dafür verantwortlich, dass diese Schuldenaufnahme vorbei an der Schuldenbremse so gestrickt wurde, wie sie gestrickt wurde. Olaf Scholz hätte sich, sagt Merz, auch mal entschuldigen können für diese Tricksereien. Er habe aber rein technische Antwort gegeben auf hochpolitische Entscheidungen und er warf ihm vor, ein Klempner der Macht zu sein. Scholz habe keine Ahnung, was auf das Land zukommt. Und dann verglich Merz Olaf Scholz mit den früheren SPD-Kanzlern Willy Brandt, Helmut Schmidt und auch Gerhard Schröder. Und Merz sagte, im Vergleich zu diesen Kanzlern werde doch eines sehr deutlich. Und er warf Scholz entgegen. Sie können es nicht. Die Schuhe, Herr Bundeskanzler, die Schuhe, in denen Sie stehen, die Schuhe, in denen Sie stehen als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, die sind Ihnen mindestens 2 Schuhnummern zu groß. Anders kann man es nicht sagen, nach dem, was wir heute Morgen hier von Ihnen gehört haben. Tja, und dass Scholz es nicht könne, das möchte die Union offenbar in den nächsten Monaten nochmal so richtig schön deutlich machen, denn die Union möchte der Ampel keinerlei neue Spielräume für Investitionen einräumen. Ganz im Gegenteil, Merz machte klar. Damit Sie sich bitte keine Illusionen machen. Wir werden an der Schuldenbremse des Grundgesetzes festhalten. Ja, das ist ja die große Frage, die wir letztes Mal auch debattiert haben. Wird sich die Union bewegen? Wird es eine Grundgesetzänderung geben? Und das klingt natürlich hier erstmal sehr eindeutig. Wir werden an der Schuldenbremse festhalten, aber das lässt natürlich trotzdem Spielraum. Ne? Klar werden sie die Schuldenbremse nicht abschaffen, aber festhalten kann man ja auch an der Schuldenbremse, die man vielleicht öffnet. Für Investitionen, ja, modifiziert, bisschen liberalisiert. Ich muss sagen, wenn man diese Rede von Merz gehört hat, ich finde, das ist eine Überinterpretation. Also natürlich ist das jetzt quasi mit dem Wortlaut der Rede vereinbar, aber ich finde, er hat sich da schon sehr, sehr deutlich positioniert. Ne? Denn er hatte ja vorher auch schon gesagt, mit ihm werde es kein zweites Sondervermögen im Grundgesetz geben, speziell für Investitionen und so ein zweites Sondervermögen. Das heißt also, man lässt die Schuldenbremse ganz unangetastet, macht nur ein zweites Sondervermögen für Investitionen. Nicht mal das werde es mit ihm geben. Also ich glaube, der Gesamtzusammenhang dessen, was er da im Bundestag gesagt hat, lässt eigentlich nur den Schluss zu, dass er Stand heute die Ampel schlicht verhungern lassen. Ja, also er hat seine Rede, das klingt ja hier auch so ein bisschen durch, grundsätzlich darauf verwendet, Olaf Scholz und die Ampel zu kritisieren. Und ich habe dann ehrlich gesagt so ein bisschen darauf gewartet, was er denn so an Alternativen vorschlägt. Und habe dann aufgehorcht, als er sagte, ja, es sei auch die Pflicht der Opposition, nicht nur zu kritisieren, sondern auch Alternativen vorzulegen. Aha, dachte ich, interessant. Er sagte dann Folgendes, also er sagte so nach dem Motto, die Ampel hat die Union an ihrer Seite, wenn die Ampel sich für Technologieoffenheit einsetzt, statt für staatliche Steuerung und für Subventionen. Sie habe die Union an ihrer Seite, wenn der Arbeitsmarkt gestaltet wird nach dem Motto Balance zwischen Fördern und Fordern, wenn Arbeit sich wieder lohnt und zwar mehr als der Bezug von Transferleistungen, wenn die Ampel auf die Kindergrundsicherung verzichtet
dann sei die Union immer da, dann könne Scholz jederzeit zu Merz kommen, so hat er formuliert, und wir könnten über fast alles reden. Ich muss ehrlich sagen, das sind keine konkreten Vorschläge. Genau, und das ist nämlich ja die eigentlich spannende Frage. Wie soll das eigentlich konkret aussehen? Welche konkreten Ideen hat die Union eigentlich der Ampelpolitik entgegenzusetzen? Insbesondere natürlich auch bei der Frage, wie soll denn Klimaschutz eigentlich praktisch aussehen? Und um so ein bisschen Antworten zu finden auf diese Fragen, was will eigentlich die Union konkret, haben wir uns verabredet mit dem Unionsabgeordneten Thomas Heilmann und wir haben mit ihm ein Interview geführt, das wir heute Nachmittag in seinem Büro aufgenommen haben. Erstmal ganz herzlich willkommen in der Lage, Herr Heilmann. Danke für die Einladung. Sie sind, so steht das hier in unserer biografischen Abhandlung, 64 in Dortmund geboren, seit 1980 Mitglied in der CDU, haben Jura studiert und mit Unternehmensgründung und Investments viel Geld verdient, richtig? Also für den Normalbürger würde ich sagen, ist es viel, ja. Nämlich so wie viel? Das kann ich Ihnen gar nicht genau sagen, das klingt jetzt doof, aber ich habe ja noch sehr viele Unternehmensbeteiligungen und was die heute wert sind, wahrscheinlich weniger als vor einem Jahr. Aber ich weiß es nicht. Also ich habe sie nicht verkauft, deswegen weiß ich nicht. Aber nennen Sie doch vielleicht mal so die wichtigsten Stationen. Also ein Unternehmen, mit dem Sie verbunden werden, ist Scholz & Friends, ne? Eine der führenden PR- und Werbeagenturen in Deutschland. Aber was ist Ihnen denn so besonders wichtig in Ihrer beruflichen Biografie abseits der Politik? Ja, das sind also die Gründungen oder Mitgründungen, ich habe es nie alleine gemacht, sind ja so wie Kinder. Da kann man ja nicht sagen, das dritte Kind hat man lieber als das vierte. Das ist irgendwie komisch, weil es ja immer mit Menschen zu tun hat. Aber ich kann natürlich sagen, ganz am Anfang, das allererste Unternehmen war Antenne Sachsen, ein Radiosender, den es heute noch gibt. Der heißt jetzt RTL Sachsen, weil die den umbenannt haben. Dann bin ich natürlich verbunden mit Scholz & Friends, weil ich da auch lange Vorstandsvorsitzender war. Bekannt geworden bin ich, weil ich ein paar Startups, die man so kennt, Xing kennen eine ganze Menge Leute. Ich war nur Gesellschafter, habe nie eine Funktion gehabt bei Facebook, aber schon sehr früh, vor fast 20 Jahren. Und heute nennt man das serieller Gründer, den Namen, diesen Titel gab es aber noch gar nicht, als ich das gemacht habe. Ampere AG war auch noch ein Unternehmen, ne, ja, das Sie mitgegründet haben. Ne? Sind Sie da noch drin heute? Da sind Sie ganz raus, oder? Schon seit ein paar Jahren, ja. Ah ja, okay. Dann waren Sie Senator für Justiz und Verbraucherschutz in Berlin 4 Jahre, von 2012 bis 2016. Daher kennen Sie sich beide auch, Ulf. Genau. Und das, Herr Heilmann? Das gehört so ein bisschen zur Transparenz dazu. Er war quasi mein Chef mittelbar, ne? Auch wenn man als Richter ja nur so mehr oder weniger Chefs hat, aber jedenfalls für meine Besoldung zuständig. Und ich habe Besoldungserhöhungen durchgesetzt und zwar nicht zu knapp. Jetzt fallen mir die kritischen Fragen nicht mehr ein. Und das war der Trick. Und Herr Heilmann, Sie haben damals das Funkzellenabfragen-Transparenzsystem in Auftrag gegeben mit einer bemerkenswert pragmatischen Lösung. Ich erinnere mich da an einen Handyanruf. Ja. Da, was du programmiert hast, muss man dazu sagen. Genau, deswegen sprechen wir das an. Nicht so, um damit zu kokettieren, sondern wir haben uns ja hohe Transparenzregeln selbst auferlegt. Also Herr Heilmann hat mir den Auftrag gegeben, dieses Funkzellenabfragen-Transparenzsystem zu programmieren damals für die Berliner Justiz. Und das war eine sehr hingekriegt. Wir haben es auch hingekriegt, wir haben es auch gestartet, dann unter dem nächsten Senator, unter dem Nachfolger von Herrn Heilmann. Genau, jetzt allerdings hat es die CDU wieder eingestampft, ne? Muss man dazu auch sagen. Das habe ich gehört, aber ich habe die Einzelheiten nicht verstanden und ich habe, nachdem ich ausgeschieden bin, auch Wert darauf gelegt, mich nicht in die Angelegenheiten meiner Nachfolger einzumischen. Ich habe es auch nicht verstanden, aber egal. Also 2016 sind Sie dann raus als Justizsenator in Berlin und sind dann in den Bundestag gewählt worden 2017 als Direktkandidat in Steglitz-Zehlendorf hier im Berliner Wahlbezirk und sind dann auch 2021 wieder reingekommen, trotz ein paar Verlusten an den Stimmen. Damals gab es Aufregung, weil Sie ein Wahlkampfbus, glaube ich, als Corona-Testzentrum gelabelt haben, was dann der Senat gerügt hat, rechtswidrig sei das gewesen, diese Testung für Wahlkampfzwecke zu missbrauchen. Würden Sie das nochmal machen? Das ist eine gute Frage. Die Situation wird sich jetzt auch nicht wiederholen. Ich hatte diesen Bus, den ich übrigens auch im Wahlkampf davor schon hatte, habe. Und dann war es in einer bestimmten Corona-Situation ungefähr ein halbes Jahr vor der Wahl so, dass es einen richtigen Bedarf an Testzentren gab. Das hat sich ja total geändert. Hinterher war ja in jeder zweiten leerstehenden Immobilie war Ich glaube, wir waren die einzigen in Berlin, die kein Testzentrum betrieben haben. So ungefähr. Aber es gab eine Zeit, da war Testen richtig knapp. Und dann hat mich eine Apotheke aus dem Wahlkreis angesprochen, ob sie das nicht, weil es Winter noch war, also es war noch sehr kalt, ob sie das nicht in diesem Bus in Nikolassee durchführen könne. Und dann habe ich gesagt, ja, und ich habe dafür auch kein Geld genommen, selbstverständlich nicht, und habe sozusagen die Tests zugelassen. Da konnten also Leute hingehen und kostenlos Tests machen bei einer Apotheke de facto, die 5 Kilometer weiter weg ihre eigentliche Apotheke hatte und da eben für Nikolassee, das noch ein weißer Fleck war, diese Testzentren zur Verfügung gestellt hat. Und
Ich habe da spontan zugesagt und als ich dann spontan zugesagt, wollte ich davon auch nicht wieder runter. Was war eine pragmatische Hilfe? Also ob mir das jetzt so viel Stimmen gebracht hat, weiß ich nicht. Zumal die Nikolas-Szene, da steht die Union eh ganz gut da. Es ist eher ein Hoch, ne? Wie nennt man das? Hocheinkommen. Hochburg. Ja. Hochrisikogebiet, aber das ist aus Perspektive der Grünen eher eigentlich. Ja, wobei ja auch Christian Lindner jetzt da bald wohnt. Ne? Er hat doch diese Villa da. Also die Dichte von, ich will nicht sagen Prominenten, aber doch Leuten, die man kennt, in meinem Wahlkreis ist relativ hoch. Okay, auch also die Liste der ehemaligen Bundestagsabgeordneten der Union, die da immer noch wohnen, manche sind besonders nett und zuvorkommend und hilfreich, manche meinen auch sozusagen ihre ganze Erfahrung irgendwie über einen ausschütten zu müssen und da gibt's also das ganze Spektrum. Sehr schön. Dann sind Sie also wiedergewählt worden, 21, und sind jetzt im Bundestag, sind im Fraktionsvorstand der Union, sind Mitglied im Ausschuss für Klima und Energie und sind außerdem Vorsitzender eines ganz interessanten Vereins, der jetzt nichts mit Partei und Fraktion zu tun hat, nennt sich Klimaunion. Genau. Punkt, was, e.V. Was hat's damit auf sich mit der Klimaunion? Weil die Union besteht ganz traditionell in sehr unterschiedlichen rechtlichen Darreichungsformen aus vielen angedockten, sag ich mal, untechnischen Unter- oder Spezialgruppen. Da gibt's die Mittelstandsunion, die Sozialausschüsse, die evangelischen Arbeitskreise. Werteunion ist auch sowas, ne? Ja, die Werteunion würden wir ja nicht als Teil der Union bezeichnen, weil die eigentlich nicht zu uns gehört, ja. Der Wirtschaftsrat e.V., rechtlich sind wir so wie der Wirtschaftsrat e.V., der heißt Wirtschaftsrat der CDU, konstruiert. Und das sind, man muss Mitglied der CDU oder der CSU sein, um bei uns Mitglied sein zu können. Und wir sind, was uns zusammenbringt, ist das Interesse für Klimapolitik. Und das ist dann offiziell auch von der Union, von der CDU anerkannt, dieser Verein? Oder wie läuft das? Das geht so nicht, sondern man kann eine sogenannte Vereinigung werden. Damit kriegt man einen parteienrechtlichen Status. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Der Wirtschaftsrat existiert seit 70 Jahren und ist es nicht. Und ehrlich gesagt, diese formalen Fragen interessieren uns nicht. Ich bin Bundesvorsitzender, mein Stellvertreter ist auch Abgeordneter. Wir haben ein paar Dutzend Mitglieder, die im Landtag, im Europaparlament oder im Bundestag sind. Und daran sehen Sie, dass das eine Vereinigung, an der die daran interessiert sind. Okay. Und dann sind Sie öffentlich bekannt geworden in diesem Jahr als der Kläger gegen das sogenannte Heizungsgesetz, also das Gebäudeenergiegesetz. Sie haben in Karlsruhe insbesondere das Verfahren erfolgreich gerügt, dass der Bundestag dieses Gesetz einfach mit großer Geschwindigkeit beschließen wollte. Was war da Ihre Kritik nochmal? Also ich kritisiere, seitdem ich Mitglied des Deutschen Bundestages bin, also insbesondere auch schon zur Merkel-Zeit, dass die Verfahren im Deutschen Bundestag nicht so sind, dass wir sorgfältig und gut ausgearbeitete Gesetze bekommen. Um das mal praktisch zu unterlegen, wir kriegen am Dienstag, wenn es gut läuft am Nachmittag, aber sehr gerne auch um 23.43 Uhr, 200 Seiten Änderungsanträge, die dann am Mittwoch um 9 Uhr im Ausschuss final besprochen und verabschiedet werden. Mit oder ohne Synopse? Ohne Synopse. Manchmal haben wir so eine Gegenüberstellung, das meinen Sie ja mit der Synopse, manchmal nicht, das wechselt, aber also man versteht in der Regel nicht alle Details, die man da verabschiedet. Schon gar nicht, das wäre ja notwendig, dass man mal mit der Rechtspraxis redet, wie würde das denn wirken? Man könnte mit Richtern mal darüber reden, die in diesem Sachgebiet kundig sind. Man kann mit Betroffenen in der Wirtschaft reden, man kann mit NGOs reden. Das macht doch alles Sinn, das kann man überhaupt nicht, weil auch die das ja gar nicht so schnell kapieren, um es beurteilen zu können. Das ist eingerissen, ist immer schlimmer geworden. Inzwischen sind die Hälfte der Gesetze sogenannten Fristverkürzer, die Hälfte. Wir brauchen mal schnelle Gesetze. Wenn wir sagen, wir wollen die Baumärkte in Corona schließen, dann können wir uns ja nicht 3 Monate Verfahren dafür erlauben. Dann ist die Pandemie ja schon durchgezogen. Aber mit dem Heizungsgesetz ging es darum, das soll in Zukunft am 1.1.24 in Kraft treten. Und die haben dann, als sie merkten, dass ich klage, hektisch am Freitag das vorgelegt. Dann sollte Montag eine Anhörung sein und am Mittwoch sollte die finale Ausschussberatung sein. Und da gibt's es gibt einen Riesenstreit, wie viele Wärmepumpen braucht das Land? Das ist ja sozusagen der öffentlich geführte Streit. Der ist auch hinreichend intensiv geführt worden aus meiner Sicht. Aber dahinter gibt es 1 Million Detailfragen, die nie richtig besprochen worden sind, die für die Rechtspraxis aber eine riesige Bedeutung haben. Ich nehme das Quartiersbeispiel. Wir haben ja Quartiere sehr sinnvoll. Wenn ich Mieterstrom mache, dann kann ich mich zusammentun in einem sogenannten Quartier und sagen, wir produzieren gemeinsam Strom. Der Quartierdefinition haben wir gerade neu gemacht im EEG.
ist jetzt in dem Heizungsgesetz oder GEG, wie es richtig heißt, anders als im Strom, für den Strom im EEG. Das heißt, wenn ich jetzt eine Mietergemeinschaft habe und eine Kraft-Wärme-Kopplung baue, dann baue ich ja gleichzeitig Heizung und Strom. Dann kann ich die einen Mieter nur beim Strom mitnehmen und die anderen Mitmieter kann ich nur beim Heizen mitnehmen. Das ist vollständig sinnlos, ist nie drüber geredet worden und ich habe 39 Mängel dieser Art definiert. Also da ist die Sendung hier rum, wenn ich die alle erzähle. Aber das kann man doch so nicht machen. Und das baute sich auf, weil ich angefangen habe, im Plenum, in den Ausschüssen, mit schriftlichen Fragen, diese Regierung zu sagen, Leute, ihr müsst ja mal sagen, was ihr hier eigentlich verabschieden wollt. Und nicht in irgendwelchen Geheimzirkeln tagen, das könnt ihr ja gerne machen, aber das ist nicht die parlamentarische Beratung, in Geheimzirkeln sitzen. Und weil sich das so aufgebaut hat und ich dem Gericht, glaube ich, sehr intensiv nachweisen konnte, dass ich wirklich alles versucht habe, dass das anders läuft und ich sozusagen immer nur vor die Wand gelaufen bin, hat mir dann Karlsruhe recht gegeben zu sagen, so könnt ihr das nicht machen und hat in einer einstweiligen Verfügung. Dahinter steht aber weniger der Kampf um dieses konkrete einzelne Gesetz, das ist sozusagen das Beispiel, sondern das Gesetz ist das Parlament, wie der Herr der Gesetzgebung wird, was es nämlich faktisch nicht mehr ist. Und das ist für eine Demokratie aus meiner Sicht falsch. Wie gesagt, das ist jetzt nicht nur das Verschulden der Ampel, das hat sich leider über die Jahre aufgebaut. Die Ampel ist aber besonders extrem. Warum sind sie besonders extrem? Weil sie so lange streiten. Das ist ja der Grund, die meinen es ja nicht böse. Und dann wird es hinten raus eng. Und da wird es hinten raus eng. Und deswegen bin ich ein Freund von ganz festen Fristen, weil man verhandelt immer gegen eine Deadline. Also der FDP-Verhandler kann erst dann in seine Fraktion gehen, wenn er Blut überströmt, sagt, ich habe 3 Nächte und 3 Tage durchverhandelt. Und das ist jetzt das Ergebnis. Jetzt können wir es entweder ganz absagen oder wir machen diesen Kompromiss. Mehr geht nicht. Das ist wie bei so Tarifverhandlungen. Ja. Und wenn ich das jetzt sozusagen über die Geschäftsordnung sage, das ist einfach 5 Wochen vorher, dann einigen die sich 5 Wochen vorher. Und dann gibt's halt 5. Wir reden ja über Wochen. Wir reden ja nicht über Monate oder Jahr. Aber ein paar Wochen muss ein Parlament ein Gesetz gründlich angucken können und solche redaktionellen Fragen vernünftig klären. Da kommen wir sicher gleich nochmal drauf zu sprechen, auf das GEG. Uns interessiert aber auch so ein bisschen so eine grundsätzlichere Frage. Also wie Sie das sehen, würden Sie eigentlich denken, dass diese Transformation hin zu einem klimaneutralen Industrieland, zu einer klimaneutralen Gesellschaft, dass das was ist, was eher ein grünes Projekt ist? Oder ist das Klientelpolitik, um bestimmte Klientele und Industrien zu bedienen? Oder ist das einfach unausweichliche Industriepolitik für die Wirtschaft? Diese Transformation zur Klimaneutralität? Also wir brauchen eine transformierte Wirtschaft. Dazu gibt es keine Alternative, weil die Erderwärmung sonst so teuer wird, dass das keine Generation wirklich mehr bezahlen kann. Wir haben unseren Wohlstand auf fossilen Energien aufgebaut und wir müssen jetzt sozusagen in der nächsten Entwicklungsstufe das ohne fossile Energien schaffen. Also kein grünes Projekt. Das ist kein grünes Projekt. Warum es als grünes Projekt gilt, ist, weil die Grünen das früher und lauter gesagt haben, dass das ein Problem ist. Helmut Kohl hat in seinen Memoiren geschrieben, sein größter politischer Fehler war, dass er den Mitgründer der Grünen, Gruhl, der ein CDU-Bundestagsabgeordneter war, nicht in der Partei gehalten hat und das Thema nicht so eingeschätzt hat. Ja, er hat dann Töpfer geholt und so weiter, aber Klaus Töpfer, Bundesumweltminister in den 80er Jahren, schwamm mal durch den Rhein zum Beispiel, ne, das damit. Genau, hat jetzt gerade runden Geburtstag gehabt und wir haben ihn alle gefeiert. Kohl hat da schon was gemacht, aber die Grünen haben das zu ihrem Hauptthema gemacht, so wie die Sozialdemokraten den sozialen Ausgleich zu ihrem Hauptthema gemacht haben, aber wir immer den Anspruch gehabt haben, als Union auch eine soziale Partei zu sein und auch für soziale Marktwirtschaft. Und so müssen wir den Anspruch haben, auch für Klimaschutz, Umweltschutz, Biodiversität zu stehen. Aber das beantwortet Ihre Frage jetzt noch nicht. Das ist ja nur die Einleitung gewesen, auch ein bisschen lang, ja. Bisschen lang, naja, die Frage ist halt, wie Sie das dann sehen, wenn wichtige Teile Ihrer Partei und der Fraktion diese Vorhaben, die Sie ja auch, glaube ich, unterm Strich für richtig halten, wie dieses Gebäudeenergiegesetz und viele andere Sachen, Ausbau der Erneuerbaren, als grüne Projekte, ich sag mal, diffamieren und so tun, als seien das eben Lieblingsprojekte der Grünen, die aber im Kern eigentlich für Deutschland nichts dran sind. Die Sache ist leider komplizierter. Also ich lehne das Heizungsgesetz, so wie es jetzt verabschiedet ist, unabhängig von der Verfahrensfrage, auch ab, weil es versucht, im Detail aus der Sicht von heute die beste Technologie der nächsten Jahre festzulegen und sowas kann nicht gut gehen. Und das Ergebnis ist niederschmetternd. Wir haben sehr viel Geld ausgegeben, sehr viel politischen Kredit bezahlt und haben jetzt in diesem Jahr 2023 einen Rekordeinbau an Öl- und Gasheizung
und ein Einbruch bei Wärmepumpen. Genau das Gegenteil von dem, was wir wollten. Also insofern, das ist ja nicht erfolgreich, was die machen im Sinne des Klimaschutzes, sondern es ist unerfolgreich. Und deswegen würde ich die Methode dieser Transformation verändern. Das ist das, was meine Kollegen angreifen. Also unsere Beschlusslage in der Union ist eigentlich ganz okay. Ich bin über manche Formulierungen manches Kollegen nicht so glücklich, weil da immer so durchschwingt, eigentlich brauchen wir das ja irgendwie nicht. So, das schwingt da schon manchmal durch oder man kann es so verstehen. Ja. Also das kommuniziert Ihre Partei schon aktiv, ne? Dass man das alles nicht brauche. Das alles, so steht es eindeutig nicht in unserer Beschlusslage. Das ist das, aber was kommuniziert, was rüberkommt. Das ist das, was die Partei kommuniziert. Grüne, Ausbau und GEG, das brauchen wir alles nicht. Ich komme noch zum Thema Klientel. Mhm. Also es gibt schon eine massive Kritik am Wie, auch von meiner Seite, auch von der Klimaunion, weil wir das glauben, das ist A zu teuer und B nicht erfolgreich ist. Bleiben wir doch vielleicht nochmal bei dem Thema Transformation der deutschen Wirtschaft. Das GEG gehört da ja eigentlich auch höchstens halb rein. Das ist eigentlich ja eher eine Frage für die Privathaushalte. Bleiben wir doch nochmal bei der Wirtschaft. Was heißt denn diese Transformation genau aus Ihrer Perspektive? Sie haben ja auf Ihrer Homepage ein Konzept vorgelegt, das heißt so schön die grüne Null. Manche Leute kriegen es da mit der Angst zu tun, denken an die schwarze Null, ja, also Haushalte ohne Netto-Neuverschuldung. Die haben zwar viele Jahre für eine sehr niedrige Staatsverschuldung gesorgt, auf der anderen Seite aber wird die schwarze Null auch für den katastrophalen Zustand der Infrastruktur in Deutschland verantwortlich gemacht. Was ist das Konzept mit der grünen Null? Muss man davor Angst haben oder geht es da wirklich um Klimaschutz? Also die grüne Null war die Bewegung innerhalb der Fraktion, als wir über die Frage geredet haben, wollen wir über CO2-Bepreisung in den Abbau von CO2-Emissionen gehen. Das war in der Union umstritten, ungefähr zu dem Zeitpunkt, als ich ins Parlament kam. 2017. Ja, und das zieht sich dann auch 2018 bis 2019. Und 2019 haben wir uns als Partei entschieden, wir wollen die CO2-Bepreisung. Und das war ursprünglich eine Mindermeinung eines sogenannten Klimakreises, den Andreas Jung gegründet hat, dem ich beigetreten bin. Und dann haben wir gemeinsam über verschiedene Instrumente, und da ist diese grüne Null nur eine von ganz vielen, sozusagen die Meinung in der Partei gedreht. Aus der Erkenntnis heraus, also entweder wir wollen jetzt die Pariser Klimaschutzabkommen erfüllen, dann müssen wir uns ja wohl ein Instrument einfallen lassen, sonst wird es ja unglaubwürdig. Und da gibt es eigentlich nur zwei Grundwege. Entweder machen es über Ordnungspolitik, sprich verbieten alles, was irgendwie uns klimamäßig im Wege steht. Oder die andere Variante ist, wir machen das über den Preis. Und meine feste Überzeugung ist, nur über den Preis wird es gelingen. Über Ordnungspolitik wird es im Ergebnis gar nicht gelingen. Und es wird wahnsinnig teuer. Und ist auch sozial ungerecht. Und also das ist ja auch eine Frage, die in der Wissenschaft relativ unumstritten ist, dass die Bepreisung von CO2, sei es als Steuer oder jetzt über den Handel, ein sehr effektives Mittel sein kann. Der Streit geht immer nur in die Richtung, dass man sagt, ja, da wir so ein beschränktes CO2-Budget noch haben und so schnell runterkommen müssen mit den CO2-Emissionen, um diese ganzen Ziele zu erfüllen, brauchen wir, wenn wir das nur über den Preis machen, sofort einen sehr hohen Preis. Wir haben jetzt in Europa 80 Euro die Tonne, in Deutschland irgendwie um die 40, 45 nächstes Jahr. Aber de facto bräuchten wir irgendwas wie 200 Euro oder sowas, um wirklich substanziell über den Preis allein die Emissionen runterzukriegen. Und das ist natürlich sozialer Sprengstoff galore. Und da würde mich mal interessieren, wie Sie das machen wollen, nur über den Preis, ohne Ordnungsrecht, ohne Vorgaben, ohne Verbote. Ja, die Antwort ist, das ist wahnsinnig schwierig, das so kurzfristig zu machen. Das ist leider die Wahrheit. Und deswegen werden wir wahrscheinlich Zwischenziele als Land auch nicht erreichen, wenn man sich ehrlich macht. Nur über Ordnungspolitik werden wir es auch nicht erreichen. Aber eine Kombination vielleicht aus beidem. Das wird nicht besser. Also wir haben ja jetzt einen CO2-Preis fürs Thema Heizung. Der ist zu niedrig, um rasch eine Wirkung zu erzielen. Aber ehrlich gesagt, das Heizungsgesetz, so wie es jetzt die Ampel verabschiedet hat, wirkt ja auch nicht. Aber was ist denn Ihre Alternative? Also die Alternative ist, schneller in die CO2-Bepreisung zu kommen. Also Teurer zu machen und schneller das Klimageld einzuführen. Denn das ist ja die Antwort auf den sozialen Sprengstoff. Das wird immer noch eine politisch ganz schwierige Operation, weil das die Leute, wenn die sehen, der Sprit kostet 4 Euro an der Tankstelle, ich kriege aber 120 Euro jeden Monat aufs Konto dafür als Ausgleich, was für die Normalfahrer ja eher ein Geschäft sein wird. Nichtsdestotrotz, die Leute werden die 120 Euro sicher gerne entgegennehmen. Ob sie dann über die 4 Euro nicht doch Gelbwesten-Demonstrationen machen, das ist noch ein politisches Experiment, wenn man ganz ehrlich ist. Aber 4 Euro, würden Sie sagen, das ist ein Preis, den man akzeptieren sollte, den man anstreben sollte? Also wenn wir das über den CO2-Preis, wird der Spritpreis bei 4 Euro sein. Das geht erst dann, wenn das Klimageld kommt. Und das muss man sich auch in bestimmten Stufen genau überlegen. Und wir sitzen
in der Klimaunion, interessanterweise mit der Mittelstandsunion bei uns zusammen, darüber uns mal genau zu überlegen, was wäre eigentlich ein Zeitplan, der das möglich macht. Aber wie ist denn da die Perspektive der Union insgesamt? Also ist das Klimageld in der Union tatsächlich so populär? Also da haben wir natürlich auch schon ganz andere Stimmen gehört. Wie würden Sie da die aktuelle Schlachtordnung einschätzen? Also wäre das im nächsten Koalitionsvertrag enthalten, wenn die Union da den Ton angibt? Ich höchstpersönlich zusammen mit Wiebke Winter, die eine meiner Stellvertretenden der Klimaunion ist, aus Bremen, haben auf dem letzten Bundesparteitag einen Beschluss umsetzen können gegen die Antragskommission für so Feinschmecker. Aber mit Unterstützung von Carsten Lillemann, dem heutigen Generalsekretär, dass wir der Ampel sagen, eure Aussetzung des CO2-Preises im Anfang 2023 ist falsch. Die verschobene Erhöhung quasi. Die verschobene Erhöhung oder Aussetzung ist dasselbe in Grün. Ja. Die ist falsch, obwohl wir da in diesem Energiekrisenwinter sind und die Preise sowieso durch die Decke, muss es bei der CO2-Bepreisung bleiben. Und wir sind für Entlastung, aber ganz sicher nicht an der CO2-Preisstelle. Und daran sehen Sie, dass wir, dass das sicher alles im Detail ein Diskussionspunkt bei uns ist, das ist gar keine Frage, aber dass die, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, unsere Beschlusslage ist eigentlich ganz ordentlich. Kann man sich jetzt natürlich über Einzelheiten immer unterhalten. Es gibt Äußerungen von einzelnen, insbesondere fachfremden Spezialpolitikern, wo man davor steht und denkt, das ist jetzt vom Tonfall nicht so, wie es eigentlich fachlich richtig ist. Das will ich ohne weiteres zugeben. Aber das ist in der Sozialpolitik, vorhin hatten wir das Beispiel ja auch so. Aber natürlich würde ja niemand bestreiten, dass die Union eine Tradition hat, auch Sozialpolitik zu machen. Ja, das stimmt sicherlich, gerade auch die CSU. Aber wie steht's denn um das Klimageld? Das ist ja quasi der soziale Ausgleich für den CO2-Preis, den Sie sagen, Sie haben Beschluss erwirkt für die Nicht-Aussetzung der Steigerung. Wie sieht's denn mit dem Klimageld aus? Also wir arbeiten daran, dass es dazu einen sehr klaren Beschluss auf dem nächsten Bundesparteitag des kommenden Mai aus unserer Sicht geben sollte. Also ich kenne niemanden mehr von Relevanz, der gegen das Klimageld in der Union ist, wenn man den CO2-Preis behält, dass das sein muss. Und hier in der Fraktion, gut, es mir einfällt, haben wir auch noch mal vor 6 Wochen einen Entschließungsantrag eingebracht, wo drin steht, wo bleibt das Klimageld, das habt ihr doch versprochen. Und würden Sie dann die kompletten Einnahmen aus dem CO2-Handel, der dann ja irgendwann 27 auch europaweit für Heizung und Verkehr kommt, würden Sie die kompletten Einnahmen aus dem CO2-Preis ausschütten als Klimageld oder nur einen Teil? Na, ich würde 3 Sachen damit machen. Also erstens muss es an die Bürger gehen, insbesondere für den Bereich Verkehr. Alles oder nur Verkehr? Für Verkehr. Beim Thema Heizen, da arbeiten wir noch daran, wie wir eigentlich diese Mieter-Vermieter-Brücke hinkriegen. Wir wollen ja eigentlich mit dem Geld anstoßen, dass die Vermieter ökonomisch selbstgetrieben ihre Heizungen umbauen. Das kann der Mieter ja nicht. Und da muss man sich überlegen, wenn wir sozusagen eigentlich den Vermieter holen wollen, wie geben wir das Geld eigentlich dem Mieter und dem Vermieter weiter? Das ist ein technisch auch von meiner Sicht noch niemandem wirklich zu Ende gedachtes Konzept, aber dafür wird man Geld brauchen für den Heizungsumbau. Und dann werden wir ganz sicher auch noch Geld brauchen, um bestimmten Industriezweigen zu helfen. So, das heißt, jetzt mal vereinfacht gesagt, ein Drittel, weil wir ja auch überall den CO2-Preis herbekommen und deswegen müsste er auch überall da wieder. Wir wollen aber einen Kreislauf schaffen, dass wir sozusagen einerseits das Geld aus der Wirtschaft und den Unternehmen und den Individuen holen und es aber auch denen wieder zurückgeben, um eine marktwirtschaftliche Lösung zu haben für den Umbau. Werbung. Bei Ökostrom denkt man ja, man tut was Gutes fürs Klima. Doch das muss nicht unbedingt stimmen. Denn normaler Ökostrom kann im Grunde alles sein. Solange der Anbieter dafür Herkunftszertifikate kauft, die dann auf dem Papier aus irgendeinem Strom grünen Strom machen. Green Planet Energy macht's anders. Da kommt der Strom garantiert zu 100% aus erneuerbaren Quellen. Wasser, Wind und Sonne. Und mit dem Geld, das sie verdienen, werden neue, saubere Kraftwerke gebaut, damit es mit der Energiewende vorangeht. Mehr Infos zu echtem Ökostrom gibt's auf greenplanetenergy.de. Viele Menschen sehen ja, Stichwort Klimaschutz, auch die sogenannte Verkehrswende als einen wesentlichen Teil der Bemühungen an, um eben weniger CO2-Emissionen hinzubekommen. Wir müssten danach alle weniger Auto, dafür aber mehr Rad und ÖPNV fahren. Das geht natürlich vor allem in Städten. Auf dem Land ist es häufig sehr schwierig. Wie stehen Sie denn zu diesem Konzept der Verkehrswende? Also die Verkehrswende muss sein. Die Verkehrswende hat 2 Dinge, die wir miteinander verknüpfen, die aus meiner Sicht
nur nebeneinander stehen. Es gibt nämlich einmal nur in den Großstädten die Frage, wie verteilen wir eigentlich den Verkehrsraum zwischen Autos? Jetzt stellen wir mal, wir hätten nur Elektroautos und damit gar kein CO2-Problem. Nur mal für einen Moment. Ja. Stellt sich ja trotzdem die Frage, wie viel Platz ist für Fahrradfahrer und wie viel für Autos? Das wird ja auch oft als Verkehrswende bezeichnet. Und das sehe ich so wie das Rauchverbot in den Kneipen. Das ist ja heute irgendwie total selbstverständlich. Das war aber ein Kulturkampf in Deutschland. Mhm. Und so ist die Frage der Platzverteilung in den Städten ein Kulturkampf. Und meine Auffassung ist, das sollte in den Städten einzeln schrittweise verhandelt werden. Ich bin mir ganz sicher, in 50 Jahren stehen die Städte anders aus, als sie heute sind. Oder sagen weniger, nehme ich weniger Autos oder wie? Wahrscheinlich, sicher, klar wird der Platz. Und sie sind für weniger Autos in der Stadt. Und das autonome Fahren wird uns da wahrscheinlich auch helfen, weil wir zumindest den ganzen Parkraum dann in dem Maße nicht mehr brauchen. Das ist aber eine klassische Aufgabe für die Kommunalpolitik. Da muss man jetzt nicht aus Berlin oder gar aus Brüssel hineinregieren, wie eigentlich in Offenbach die Parkplatzsituation sein soll. Da ist Subsidiarität gefragt. Aber da findet eine Veränderung, auch eine Veränderung in den Köpfen der Bevölkerung statt. Das hat aber nicht so viel mit dem Klimaschutz zu tun, wird aber aus meiner Sicht immer lustig über durcheinander gewürfelt, ne? Ja, durcheinander, aber jedenfalls vermengt, sagen wir mal so. Na gut, Sie kennen ja sicherlich Manja Schreiner, ne? Die für Verkehr zuständige Senatorin hier in Berlin, hat auch ein CDU-Parteibuch. Die, so wird jedenfalls viel kritisiert, dreht die Verkehrswende in Berlin gerade zurück, ne? Straßenbahnprojekte werden gecancelt, Radstreifen werden wieder für Autos zum Parken freigegeben. Ist das denn sinnvolle Verkehrspolitik aus Sicht der Union? Also die Union hat diese Wahl in Berlin auch damit gewonnen, dass bestimmte Verkehrsprojekte, das bekannteste bundesweit ist, glaube ich, das Thema Friedrichstraße, die ist ja wieder aufgemacht worden und insofern, wenn Sie so wollen, zurückgedreht worden. Ja. Bestimmte Verkehrsprojekte waren aus meiner Sicht schon sehr ideologisch geprägt. Die Leute hatten dazu auch irgendwie keine Lust. Da gab es den Beschluss, es gibt keine neuen U-Bahnen und so weiter. Aber der Ehrgeiz von Frau Schreiner, das weiß ich ganz genau, das hat sie auch in den Parteigremien immer wieder gesagt, ist trotzdem den öffentlichen Nahverkehr nach vorne zu bringen, eine bessere Fahrradfahrtgestaltung, aber der Fahrradweg muss nicht an jeder Stelle unbedingt 2 Meter breit sein. Das ist so die Abwägung, die sie da vornimmt. Vielleicht noch ein letztes dazu. Mich interessieren immer die Mittel, wie das erreicht werden soll. Wenn Sie sagen, das ist jetzt eine Sache der Kommunen, irgendwie die Städte, Kleinstädte, Dörfer, wie auch immer, mit reduziertem Autoverkehr zu belasten und den öffentlichen Raum, den es gibt, fairer zu verteilen. Wie soll das gehen? Also würden Sie sagen, das geht über Anreize, über Preissignale, Parkplatz in der Stadt kostet halt 1.000 Euro oder wie soll das gehen? Also die Frage, Parkplatzpreisung ist sicher ein Argument, aber sicher ein Thema, weil es sich ja so eingebürgert hat, dass ich irgendwie 8 Quadratmeter einfach belegen kann. Für wenig Geld mieten kann. Ja. So, und ich es ja mit anderen Bürgern wegnehme. Das ist aber dann sicher eine neuere Sichtweise, die man vor 30 Jahren in Deutschland so nicht hatte. Und ist ein Instrument, aber ganz sicher nicht das alleinige Instrument. Ansonsten ist das eine Frage einer Verkehrsleitplanung, die in die Kommunen gehört. Ja, was ich sagen wollte, ist, sollen Sachen verboten werden? Soll einfach verboten werden, dass SUVs in bestimmte Bereiche fahren? Soll verboten werden, dass in bestimmten Straßen zu viele Autos stehen? Oder was sonst? Ne? Was soll man tun? Ja. Naja, also Verbote klingt ja so zugespitzt, aber natürlich werden wir, wenn Sie sagen, man darf nur noch auf der rechten Straßenseite warten, dann ist natürlich de facto links ist verboten. Ja. Aber ist das jetzt schon eine Verbotspolitik oder so? Also ich würde das mit Maß und Mitte machen, aber ja, wir werden den Straßenraum anders aufteilen und wenn wir sagen, da ist ein Radweg, dann ist es für Autofahrer natürlich verboten, da zu parken, sonst ist ja kein Radweg. Also gut. Würde ich jetzt so generell es verteufeln? Nein, fahren wir im Stadtverkehr mit ein bisschen zu viel SUV? Wahrscheinlich ist das so. Das ist ja angenehm, ein SUV zu fahren, wenn man drin sitzt. Für die anderen ist es weniger angenehm. Insofern muss man da für einen Ausgleich sorgen. Nun hat ja das Bundesverfassungsgericht gerade ein Urteil gefällt, mit dem wir alle uns gerade beschäftigen, von vorne nach hinten, von innen nach außen. Das ist ja nicht das einzige Urteil, was gefällt wurde und wesentliche Urteile scheinen schwer miteinander in Einklang zu bringen. Das ist zum einen das Bundesverfassungsgericht, was strengen Klimaschutz vorschreibt, also das Handeln der Bundesregierung an sehr konkrete Klimaschutzziele bindet. Auf der anderen Seite hat es jetzt die Schuldenbremse scharf geschaltet und insbesondere den Klimaschutz ausgeschlossen als Notlage, um über die Schuldenbremse hinaus Schulden zu machen. Also da gibt es eine sehr große Reibungsfläche. Wie lösen wir diesen Widerspruch auf? Also wenn wir den Klimaschutz zur Notlage im Sinne des 115 Grundgesetz klären, dann haben wir für die nächsten 30 Jahre keine Schuldenbremse. Richtig, genau. Richtig. Aber deswegen macht Karlsruhe das ja auch nicht mit. Ne? Genau. Aber wie soll es denn stattdessen gehen? Wie soll es stattdessen gehen? Wie sollen wir diese Herausforderungen, die Sie auch beschrieben haben, die Investitionen, die notwendig sind, den Umbau, der notwendig ist, wie soll das finanziert werden? Also
Ich sehe gar nicht den Klimaschutz als das Problem. Ich sehe das Problem, dass wir international einen Subventionswettlauf haben. Die Chinesen haben angefangen mit China 2025, bei der sie ihre eigene Industrie mit Multimilliarden subventioniert haben. Dann haben die Amerikaner mit dem Inflation Reduction Act, wie das heißt, nachgezogen. Und das sind ja auch Billionen, die da am Ende des Tages bewegt werden. Und das ist die Frage, was machen wir eigentlich in Europa? Wenn man ganz ehrlich ist, hat das China nicht, also jedenfalls nur auch für den Klimaschutz gemacht, schon eine wohlwollende Formulierung, jedenfalls auch aus einer klaren industriepolitischen Agenda der Chinesen. Und wenn man sieht, wie schwach die chinesische Wirtschaft inzwischen ist, spielt natürlich Corona auch eine Rolle, dann sieht man, dass diese Subventionsprogramme am anderen Ende nicht wirklich wahnsinnig toll sind. Das haben die Amerikaner weitergemacht und dann stellt sich die Frage, wollen wir als Exportnation in jedenfalls in gewissen Teilen diesen Subventionswettlauf mitmachen? Ja, und, aber was ist die Alternative? Und, ja, das ist die Frage zur Schuldenbremse aus meiner Sicht, nicht der Klimaschutz. Man kann den Klimaschutz aus meiner Sicht sehr wirksam installieren, ohne die Schuldenbremse aussetzen zu müssen. Denn in dem sogenannten Klima- und Transformationsfonds sind allein 17 Milliarden für die Chipindustrie. Das, also ehrlich gesagt, die verbraucht CO2, weil sie da hingebaut wird. Also die würden Sie streichen, die Subventionen für Intel? Ja, das weiß ich nicht genau. Aber wenn Sie sagen, Ihre Frage war ja, wie kriegen wir Klimaschutz und Schuldenbremse untereinander? Und meine These ist, das geht sehr wohl mit seriösen Haushalten. Wir müssen aber aufhören, dann die Wirtschaft so stark zu subventionieren. Und die wird subventioniert weltweit zum Thema Chips, weil man eine Abhängigkeit befördert, weltweit auch wegen des Themas Klima. Also der Inflation Reduction Act gibt jeder Stahlbude, die der klimaneutralen grünen Stahl produziert, unfassbar viele Milliarden. Dann stellt sich ja bei uns die Reaktionsfrage, wenn wir die nicht alle dahin gehen lassen wollen, subventionieren wir es auch. Eigentlich wäre der Idealzustand, wir hören mit diesem Subventionswettlauf international auf, darauf müssten wir dringen. Das ist momentan sehr schwierig, weil die WTO faktisch zahnlos im Moment ist. Ja, aber ganz ehrlich, Herr Heimann, wenn Sie das so beschreiben, also viele, viele andere Staaten subventionieren Unternehmen auf dem Weg hin zu einer im weitesten Sinne grünen Produktion. Kann Deutschland dann wirklich einseitig sagen, das machen wir nicht? Dann wandern die Unternehmen doch ab. Wenn Sie mich fragen, deswegen habe ich das so hergeleitet, wegen des Subventionswettlaufs könnte ich mir vorstellen, dass wir langfristig und nicht im Jahr 2024, so wie wir für die Bundeswehr eine Ausnahme gemacht haben, auch sagen, wir sind wehrlos gegen diese Subventionswettlaufe, dafür müsste es einen Sondertopf geben. Ein Sondertopf im Grundgesetz für Investitionen in Transformation der Industrie. Aber das ist kein Widerspruch zwischen Klimaschutz und Schuldenbremse, sondern eine mögliche Antwort. Ich würde aber eher nochmal politisch suchen, ob man das nicht auch ohne einen Sondertopf schafft. Jedenfalls müsste man mal anfangen zu arbeiten und mal feststellen, wie groß ist das Problem eigentlich, wie lange haben wir das Problem, was können wir trotzdem machen. Denn ich sage Ihnen, die Bundesregierung wird es jetzt schaffen, 24 die Ausgabenprogramme im KTF im Wesentlichen ungeschoren zu lassen und trotzdem die Schuldenbremse einzuhalten. Die werden das hinkriegen, 24, die müssen sich nur mehr Mühe geben, das ist meine Prognose. Gut, es fehlen rund 16 Milliarden. Also die Entscheidung aus Karlsruhe hat zu einem Loch ja geführt von insgesamt 60 Milliarden. 16 davon waren für den Haushalt 2024 angedacht. Wo sollen denn die 16 Milliarden dann herkommen? Also es gibt ja eine ganze Reihe von Vorschlägen, wie man klimaschädliche Subventionen streichen könnte. Wäre das der Weg? Also zum Beispiel Flugbenzin besteuern national, Umsatzsteuer für internationale Flüge, das Dieselprivileg, also dass Diesel viel billiger ist als Benzin, soll 8 Milliarden bringen, Kfz-Steuer. Reform. Wären das Wege oder wie wollen Sie diese 16 Milliarden einsparen? Also das Dieselprivileg würde ich auf den Prüfstand stellen, in der Tat. Also graduell den Dieselpreis angleichen an den Benzinpreis. Genau. Beim Flugbenzin bin ich dringend für eine Besteuerung, aber man muss fair sein. Es gibt ein internationales Abkommen, das die Flugbenzinsteuerung in jedem Land verbietet. Dem sind wir beigetreten. Ich finde, wir Deutschen sollten uns nicht einfach über internationale Abkommen hinwegsetzen. Ja, aber da gibt es ja alternative Wege. Man kann ja stattdessen andere Steuersätze erhöhen. Ja, das ist nicht so trivial, weil eigentlich wäre es richtig, wenn wir weltweit zu der Erkenntnis kommen, also die Flugindustrie war ja durch Corona schwer getroffen. Das haben die jetzt aber alle gut überlebt. Wahrlich, ja. Die schreiben jetzt Rekordgewinne.
Jetzt könnte man aus meiner Sicht mal einsteigen in die Flugbenzinbesteuerung. Das muss man aber mit Dubai, sonst kriegen Sie immer nur die Besteuerung bis Dubai hin und den Weiterflug nach Asien, klar, der ist da nicht aber drin. Bleiben wir bei den nationalen Maßnahmen. Wie gesagt, auf dem Zettel stehen 16 Milliarden, die müssen irgendwie in den Topf kommen. Diesel bringt 8, wenn man das abflacht laut Umweltbundesamt, dann bleiben noch irgendwie 8 Dienstwagenprivileg. Was machen wir da? Steuersubventioniert Dienstwagen haben. Also auch beim Dienstwagen ist es leider, wird ja mal als Privileg, ist ja die Pauschalierung. Das Grundgesetz. Das läuft aber auf ein Privileg raus. Könnte man ja nur für E-Wagen machen zum Beispiel, nur für E-Autos. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, aber ich will nur auf Folgendes hinweisen, wenn jetzt die Hörer, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, Werbungskosten für den Weg zur Arbeit müssen von der Steuer absetzbar sein. Und wenn ich das nicht mehr pauschal mache, dann muss ich ein Fahrtenbuch führen. So, das kann man natürlich heute auch viel digitaler machen, als man das früher mit so einem Oktavheft gemacht hat. Das ist mir schon klar. Die Systeme sind aber nicht da und trotzdem ist es natürlich für die Bürger belastend. Und die Ersparnis wird natürlich geringer, weil die Deutschen werden schon Fahrtenbücher führen, ist meine These. Aber da wird man jetzt nicht mit 3 Maßnahmen, die ich Ihnen jetzt mal so runter erzähle, da wird man die 16 Milliarden nicht hinkriegen. Ich will Ihnen sagen, also ein Abbau von Bürokratie, etwa indem wir, wenn wir sagen, wir erhöhen das Geld für Kinder, wofür ich sehr viel übrig habe, aber das müssen wir ja nicht so machen, dass man 5.000 Leute zusätzlich einstellt oder eine neue Behörde dafür schafft. Das scheint mir jetzt nicht der klügste Weg zu sein. Da würde ich sagen, das geht 500 Millionen pro Jahr. Da müssen wir vielleicht eine kurze Fußnote machen für unsere Hörerinnen und Hörer. Sie sprechen an, dass Lisa Paus ja bestimmte Reformvorschläge gemacht hat zur sogenannten Kindergrundsicherung und die Verwaltung dafür soll über 5.000 neue Stellen kosten. Und das wird auch von der FDP kritisiert, dass das eben knapp 500 Millionen kostet. Das Geld solle doch lieber den Kindern zugutekommen. Andererseits, irgendwer muss das Ding ja verwalten. Das ist so der Streit, auf den Sie anspielen. Genau, also ich bin jetzt nicht in der Lage, ich bin nicht mal Haushaltspolitiker, ohne Unterlagen Ihnen jetzt ein perfektes Sparprogramm, ist auch nicht die Aufgabe der Opposition, der ich ja angehöre, sondern die Aufgabe der Opposition ist zu sagen, liebe Regierung, ihr müsst euch jetzt schon mal Mühe geben. Ihr habt ein Ausgabenprogramm, das weit über 400 Milliarden ist, da muss man jetzt 16 Milliarden sparen. Das sind 4%. Aber die Opposition macht es überzeugender, wenn sie konstruktive Vorschläge liefert. Wie das denn besser? Ja. Das wollen Sie mich dahin führen, dass eigentlich die Opposition das Geschäft macht. Wir haben ja jetzt mal ein paar Dinge skizziert. Ja. Ich kann mir da auch einiges vorstellen. Aber im Kern muss jetzt mal die Regierung einen konsistenten Vorschlag machen, den wir beurteilen. Das ist unsere verfassungsmäßige Aufgabe. Wenn man jetzt anfängt, Vorschläge zu machen, dann muss man sie ja sehr präzise machen, muss sagen, welches Gesetz ändert, geht das überhaupt, was bringt denn das wirklich und so. Und da komme ich dann auf ganz dünnes Eis als Oppositionspolitiker, der ja ohne einen Stab und ohne ein Ministerium und ohne Zahlen, das finde ich unseriös. Aber was ich sagen will, ist, wenn wir die Subventionitis dieser Regierung auf ein normales Maß zurückstützen, dann ist es überhaupt kein Problem, das einzusparen. Und daran müssten wir mal arbeiten, weil man auch dann mit den anderen Ländern sagen kann, guck mal, das ist unsere Antwort, was sie subventioniert. Aber eigentlich müssen wir doch mal aufhören, diesen Subventionswettlauf zu machen. Wir haben die Republikaner, keiner wünscht sich, dass Trump Präsident wird, nicht, dass er missverstanden wird, aber die Republikaner haben angekündigt, dass sie damit aufhören wollen. Viele dieser Subventionen, über die wir gesprochen haben, stammen aus Zeiten, in denen ihre Partei in der Regierung war. Das ist jetzt nicht der Ampel eingefallen. Nein, aber die Ampel hat das Thema, wir subventionieren über den sogenannten Doppelwumms die Wirtschaft. Das haben wir nur in Corona alles auch in einem Maße gemacht. Da kann man auch hier und da durchaus über Überförderung darstellen, waren aber alle zeitlich begrenzt. Und auch da bin ich ehrlich gesagt nicht so ganz auf meiner eigenen Parteilinie und kriege wahrscheinlich jetzt ganz viele Zuschriften. Aber wir haben gesagt, die Mehrwertsteuer wird für die Gastronomie wegen Corona gesenkt. Das war der Grund und ist nun eindeutig ausgelaufen. Ich finde, ist jetzt für die DEHOGA oder für die Gastronomen ganz schwierig, dass wir das de facto am 22. Dezember entscheiden und es dann am 1. Januar losgeht, kann sich keiner vernünftig darauf einstellen. Ich finde, man hätte sagen sollen, wir geben denen mal eine Frist und dann hört das auf, sodass sich da alle irgendwie darauf einstellen können. Ich würde mit Ihnen gerne noch über ein Thema sprechen, das tatsächlich, sagen wir mal, Kernkompetenz der Klimaunion ist, nämlich das Klimaschutzgesetz. Hörerinnen und Hörer der Lage der Nation wissen, da geht es als Kerninstrument um die sogenannten Sektorziele, dass also für jedes Ministerium separat beurteilt wird, ob das seine Sparhausaufgaben gleichsam gemacht hat, wenn es um Emissionen von Kohlenstoffdioxid geht. Die Ampel hat da einen drohenden Konflikt dadurch abgewendet, dass sie das Klimaschutzgesetz
Grundgesetz aufweichen will. Die Sektorziele sollen nicht offiziell, aber doch de facto weitgehend abgeschafft werden. Auf der anderen Seite war ja dieses Klimaschutzgesetz mit den Sektorzielen auch nicht vom Himmel gefallen, sondern das war die Reaktion darauf, dass das Bundesverfassungsgericht 2021 eben konsequenteren Klimaschutz angemahnt hat. Was ist denn? Das stimmt nicht ganz so. Also 2019 gab es diese Sektorziele schon und auch das entsprechende Gesetz. Es hatte nur nicht, sagen die Rechtsfolgen waren nicht hart genug und richtig, deswegen, aber sozusagen das System hat die Große Koalition schon 2019 eingeführt. Ja, aber es wurde gestärkt. Es wurde dann deutlich gestärkt. Und den Rechtsfolgen gestärkt. Ja, und genau das möchte die Ampel jetzt ja wieder zurückdrehen. Ist ein offenes Geheimnis, vor allem deswegen, weil Volker Wissing im Verkehrsressort seine Einsparziele nicht erreicht. Da würde mich natürlich interessieren, Sie haben gesagt, die Opposition ist in der Rolle des kritisch Begleitens und mitunter auch Klagens. Herr Heimann, stehen Sie schon in den Startlöchern nach Karlsruhe, um etwa eine Reform des Klimaschutzgesetzes abschießen zu lassen? Das könnte ich leider nur mit einer Verfassungsbeschwerde, das wird jetzt sehr juristisch, also während ich bei dem Heizungsgesetz einen Organstreit an, weil es um meine Rechte ging und die verletzt worden als sind. Als Abgeordneter. Ne? Ja, meine Rechte als Abgeordneter ging. Geht es bei dem Thema Klimaschutzgesetz nicht um meine Rechte als Abgeordneter, sondern um meine Rechte als Bürger, wie jeder andere Bürger auch und könnte wie jeder andere Bürger. Es wird sowieso geklagt werden. Die Deutsche Umwelthilfe hat es ja schon angekündigt. Das halte ich auch zur Klärung für sinnvoll, dass man das mal rechtlich feststellen lässt, weil wir de facto auf das 2019er damit wieder zurückkommen, auch wenn das System ein bisschen anders ist. Ja, Sie könnten es ja auch mit einer abstrakten Normenkontrolle versuchen, wenn Sie genügend Menschen aus Ihrer Fraktion überzeugen können, dass wir effektiven Klimaschutz brauchen. Das wäre doch quasi mal das Projekt der Klimaunion. Wie? Ja, da könnte die Klimaunion hat aber leider noch keine 200 Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Ja, das kann ja noch werden. Ja, aber nicht kurzfristig. Aber jetzt, um ernsthaft zu sein, also Sie spielen ja darauf an, Sie werden ja auch in der Vorbereitung dieses Podcasts Zeitung gelesen haben, dass ich mich mehrfach öffentlich geäußert habe, sage, das geht auf gar keinen Fall und das ist aus meiner Sicht hat nicht nur das verfassungsrechtliche Risiko, muss man ganz vorsichtig zu sagen, das Sie gerade beschrieben haben. Gesetz ist ja noch nicht da, deswegen kann man es noch nicht abschließend beurteilen. Es hat auch ein europarechtliches Riesenproblem, weil in Europa wird nicht in 5 Sektoren geteilt, wie jetzt das Klimaschutzgesetz, sondern de facto in 3, nämlich einmal Industrie und Energie und einmal Verkehr und Gebäude und dann in Anführungsstrichen der Rest. Und da drin gibt es Emissionshandel und da drin gibt es Strafzahlungen. Das heißt, selbst wenn ich es schaffen würde, in der Industrie den Verkehr zu kompensieren, würde mir das in Brüssel nichts helfen. Und wir reden über ganz, ganz viele Milliarden Strafzahlungen, die da drohen. Deswegen ist das nicht sinnvoll und noch skandalöser finde ich, dass die ja ein sehr verklausuliertes System haben, dass sie jetzt sagen, jetzt müssen wir nochmal 2 Jahre lang jeweils gucken, ob wir die Klimaziele nicht erreichen 2030. Klammer aus, wissen wir heute schon, dass wir es nicht schaffen. Es würde auch keine Regierung mehr schaffen. Also auch wir würden es jetzt von morgen an nicht schaffen können. Und deswegen muss dann erst im 3. Jahr ein Klimaschutzprogramm gemacht werden. Das ist dann rechnerisch in der nächsten Legislaturperiode. Sprich, die wollen da die Arbeit einstellen bei dem Thema. Und das halte ich eigentlich für völlig unzulässig, weil das natürlich dann der nachfolgenden Regierung einen noch größeren CO2-Berg vor die Füße schiebt und die dann die Strafzahlungen praktisch gar nicht mehr verhindern können. Und das geht nicht. Natürlich, weiß ich auch, alle Verkehrsmaßnahmen, die jetzt kurzfristig wirken, sind hochgradig unpopulär. Klagen Sie? Ich meine, Sie könnten ja anfangen. Sie brauchen ja nur eine bestimmte Anzahl Mitglieder des Bundestages. Vielleicht finden Sie auch noch Menschen bei der Linkspartei. Nein, aber ernst gemeinte Frage, werben Sie in Ihrer Fraktion dafür, dass genügend Leute sich finden für eine abstrakte Normenkontrolle? Also jetzt warten wir, also ich habe noch die Hoffnung, dass wir das nicht brauchen, weil. Aber wenn Sie es brauchen, was machen wir? Moment, der Deutsche Bundestag hat einen Beratungs- und Grundsatz, der im Grundgesetz verhandeln heißt. Das passiert gerade. Und ich stecke sehr viel Zeit da rein, in die Abgeordneten der Ampelkoalition davon zu überzeugen, dass sie das Klimaschutzgesetz so in gar keinem Fall verabschieden sollten. Da habe ich auch noch Hoffnung, dass das im Gesetzgebungsverfahren verbessert wird. Ist ja noch gar nicht fertig. Wir sind ja noch nicht mal wir haben jetzt gerade mal eine Anhörung gemacht, die war ziemlich eindeutig. Und ich glaube auch nicht, dass das dieses Jahr 2023 noch kommt. Das wird 2024 kommen. Nein, das ist verschoben. Aber, ich werbe auch damit zu sagen, Leute, wenn ihr das gar nicht ändert, dann bin ich einer Klage sehr viel näher, als wenn ihr jetzt bereit seid, sozusagen Fortschritte zu machen. Dann wird ja sowieso jemand anders klagen und ich habe auch keine ernsthaftes
pro gegenüber dem Normalbürger. Ja, doch, Herr, da muss ich verfassungsrechtlich ganz kurz mal reingrätschen. Ja. Es ist ja gar nicht so einfach zu begründen als Normalbürger mit der Verfassungsbeschwerde, dass man tatsächlich in eigenen subjektiven Rechten betroffen ist von diesem Klimaschutzgesetz. Das ist gelungen 2021, ist aber eine hohe Hürde. Insbesondere ist es eine sehr hohe Hürde zu begründen, warum bestimmte Maßnahmen jetzt zwingend erforderlich sein müssen. Auf der anderen Seite aber haben Sie diese Hürde ja nicht, ne? Das ist ja gerade der Witz bei der abstrakten Normenkontrolle, da müssen Sie ja nicht subjektiv betroffen sein, da müssen Sie ja nur geltend machen können, dass es rechtswidrig ist. Insofern sind Sie in einer viel besseren Position, wenn Sie eine abstrakte Normenkontrolle haben. Ja, könnten die Landesregierung ja auch, die thüringische Landesregierung und so weiter, könnten das natürlich auch. Die braucht dafür auch ja, nicht mal eine Parlamentswahl. Also ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich. Also wir haben momentan 5 laufende Verfahren in Karlsruhe und uns wird ja schon Klagepolitik gemacht, dass sich eine Mehrheit des Deutschen Bundestages jetzt noch davon überzeugen kann, eine 6. oder 7. Klage, weil es gibt ja noch mehr Themen, wo man klagen könnte. Sie brauchen keine Mehrheit des Bundestages, Sie brauchen nur eine Mehrheit in meiner Fraktion. Also in der Fraktion, ja. Ja, eine Mehrheit in meiner Fraktion halte ich für unwahrscheinlich. Ich würde auch sagen, eins nach dem anderen, wir versuchen jetzt das Schlimmste im Gesetz zu verhindern. Das findet jetzt statt, das ist auch meine Aufgabe als Abgeordnete, darin unterscheide ich mich ja von Ihnen, weil ich nochmal so nach Artikel 38 eine Aufgabe habe, für die werde ich auch gut bezahlt und daran arbeite ich im Ausschuss für Klima und Energie und bin schon kurz an der Nervgrenze von bestimmten Abgeordneten der Koalitionsfraktion, weil ich immer wieder dieses Thema aufbringe. Das Berufsrisiko, ne? Aber ja. Ich wollte jetzt kein Mitleid, das so verstanden worden ist. Aber ich habe zum Beispiel bei der Rede zum ENWG habe ich dann das Thema Energiewirtschaftsgesetz. Ja, genau. Also zu einem ehrlich gesagt anderen Thema hat der Andreas Audrich von den Grünen dankenswerterweise den großen Bogen der Klimapolitik aufgemacht. Dann habe ich gesagt, das ist ja super, dann mache ich den jetzt auch auf. Und habe gesagt, jetzt reden wir über das Klimaschutzgesetz. Und dann gucken Sie mal die Zwischenrufe im Protokoll an von der Grünen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Und also die wollten über das Thema nicht reden. Das Problem ist ja, dass die Grünen da natürlich in der Sache eher bei Ihnen sind. Ne? Denn diese Grünen sind ja hinreichend genervt davon, dass letzten Endes zum Schutz von Volker Wissing eben die Maßstäbe aufgeweicht werden. Ja, aber die Abgeordneten, also ich habe Ihnen einen Brief geschrieben, der ist ja inzwischen öffentlich, da habe ich denen gesagt, selbst wenn ihr die Verabredung vom 28. März diesen Jahres, das ist dieser Koalitionsgipfel gewesen, der da irgendwie über 30 Stunden ging und die zwischendurch nach Holland geflogen sind und so, und da haben sie ja gesagt, das Heizungsgesetz kommt und dafür kommt die Aufweichung des Klimaschutzgesetzes. Das war ja am Ende des Tages des Deals und da gibt es so ein paar Spiegelstriche. Und selbst wenn man diese Spiegelstriche so sagt, naja gut, das haben wir jetzt unterschrieben, es war doof, aber machen wir. Selbst dann kommt man zu einem anderen Klimaschutzgesetz als das, was momentan in erster Lesung hier im Deutschen Bundestag liegt. Denn da steht ausdrücklich drin, wir wollen europarechtskonform sein und zumindest das müsste man ja dann auch wieder im Gesetz reinschreiben. Kommen wir mal noch zum anderen Aspekt. Bei vielen Bundestagsabgeordneten, eigentlich bei den allermeisten würde ich denken, steht auf der Webseite, was die so an Nebeneinkünften haben. Bei Ihnen steht gar nichts. Das steht auch auf der Seite des Bundestages. Im Übrigen habe ich eine Transparenzliste, wo alle meine Beteiligungen draufstehen. Und stimmt nicht, ich habe da auch inzwischen auch einmalige Auszahlung. Also. Jedenfalls steht nicht drin, was Sie so an monatlichen Einkünften aus. Ich habe keine monatlichen Einkünfte. Weil Sie das in so eine Treuhändergesellschaft übernehmen. Nein, das hat aber gar nichts zu tun. Also Einkünfte sind Einkünfte, die ich aus selbstständiger oder unselbstständiger habe. Ich habe weder eine selbstständige Tätigkeit noch eine unselbstständige. Ich habe aber Unternehmensbeteiligung, die Dividenden ausschütten. Ja. So als wenn mir 1% an, keine Ahnung, BMW oder ist leider nicht so, oder an sonst irgendeinem Börsen, die schütten ja Dividenden aus. Ja. Die kriege ich übrigens ganz egal, ob ich hier im Bundestag sitze oder Golfspielen gebe. Wenn die mir 1% von BMW gehören, die schütten den Dividenden, kriege ich das Geld. Ja. Und so müssen Sie sich das bei meinen Unternehmensbeteiligungen vorstellen. Und das, was ich im letzten Jahr bekommen habe, das sind 1,2 Millionen Euro. Das steht auf der Bundestagsseite und das steht bei mir auf einer Seite. Das sind Dividenden. Ich habe aber nie monatlich was gekriegt. Ich kriege auch nichts monatlich. Was ich jetzt, ich weiß gar nicht, was ich dieses Jahr bekommen habe, wird schon irgendwas sein. Ist sicher weniger, weil der Wirtschaft ja nicht so gut geht. Ich muss das angeben und gebe es auch an. Ich wehre mich so ein bisschen gegen das Thema Nebenverdienst, weil das so aussieht, als wenn ich nebenbei noch Podcasts mache und daraus so, ich arbeite zu 100%, meine Arbeitszeit ist hier in diesem Büro, in dem wir gerade sitzen, für den Deutschen Bundestag. Und das, was ich an Dividenden bekomme, ist letztlich eine Belohnung dafür, dass ich früher mal was gegründet habe. Und das sind jetzt sozusagen die Zinsen, die ich da drauf kriege. Und kriegen Sie denn auch Dividenden von Unternehmen, die im weitesten Sinne so im Gasbusiness unterwegs sind? Ja, das wird immer wieder auf irgendwelchen Webseiten 0,0. Ich habe weder
eine Verbindung zu irgendwie. Ich hatte auch noch nie ein Gasunternehmen. Ich habe auch keins. Aber Sie waren ja in einem Gashändler beteiligt, haben ihn mitgegründet, Ampere AG. Also erstens habe ich das schon 5 Jahre nicht mehr. Mhm. Zweitens ist die Ampere vorwiegend im Bereich Strom gewesen. Und drittens ist die Ampere, die verkaufen nicht Gas, sondern die helfen Unternehmen, Gas günstig einzukaufen und die anderen runterzuhandeln. Das ist die sozusagen das Geschäftsfeld von der Ampere AG gewesen. Wir waren immer der Gegner von Ruhrgas, aber ich habe es längst verkauft. Also insofern sind Sie da raus. Ja. Ich finde es einfach nur spannend, das mal so ein bisschen anzusprechen. Und da steht übrigens alles auf der Webseite, einschließlich der Ampere AG, steht alles bei mir auf der Webseite. Auf Ihrer persönlichen Webseite. Ja, weil nur die kann ich ja schreiben. Gut, aber Sie haben auch Einfluss auf Ihr Profil beim Bundestag.de. Da weiß ich jetzt nicht, muss ich nachgucken, aber da gibt's ja den Link zu meiner Transparenzseite. Also wenn ich das alles durchlesen will, da gibt's eine 10 Seiten, wenn Sie das ausdrucken, 10 Seiten lange Auflistung, was ich früher gemacht habe, was ich heute gemacht habe. Also ich muss ja noch irgendwie halbwegs verständlich bleiben. Ist auch nur historisch zu erklären, warum das jetzt gerade so aufgebaut ist. Und hat mit meiner Bundestagstätigkeit ehrlich gesagt gar nichts zu tun. Wir würden noch mal gern zurückkommen zum Thema Investitionen. Wir haben ja gerade schon über das Thema Investitionen in Transformation gesprochen. Ich würde den Fokus da gerne noch mal so ein bisschen erweitern, denn es gibt ja eben nicht nur diese Klimatransformation, es gibt ja auch große Defizite, was Investitionen angeht in den letzten 10, 20 Jahren in andere Infrastruktur. Ob das jetzt Straßen sind, ne? Wir haben gerade in Nordrhein-Westfalen eine Brücke sprengen müssen, die einfach nicht gepflegt worden war. Ob das Schienenwege sind, sagt der Bundesrechnungshof, 90 Milliarden Euro Investitionsrückstand bei der Bahn. Also da geht es um eine ganze Menge Geld. Die Frage ist, wo kommt das her? Man kann das natürlich aus Steuergeldern bezahlen, aber jedenfalls nicht so, wie der Bundeshaushalt heute gestrickt ist. Eine andere Möglichkeit wäre tatsächlich, Schulden aufzunehmen. Da kommt man aber natürlich unter Geltung der Schuldenbremse, das haben Sie eben auch schon angedeutet, schnell an Grenzen. Ihr Vorsitzender Friedrich Merz gibt sich bei der Schuldenbremse bisher ziemlich kompromisslos. Allerdings haben mindestens 3 Ministerpräsidenten der Union schon erkennen lassen, dass sie die Schuldenbremse aufbohren wollen, um Investitionen zu ermöglichen, in etwas allgemeineren Worten. Aber das ist so der Gedanke. Selbst der BDI-Vorsitzende Russwurm hat sich da heute früh im DLF diplomatisch, aber doch eigentlich ganz klar geäußert, Schuldenbremse sei eine gute Idee, aber sie dürfe auch keine Investitionsbremse sein. Wie stehen Sie zu dieser Debatte? Auch da habe ich eine differenzierte Meinung. Erstens, Investitionen sind leider politisch immer unpopulär und dafür habe ich auch noch keine Antwort, weil eine Investition wirkt sich aus, wenn man typischerweise gar nicht mehr politisch aktiv ist und verantwortlich. Ja. So, weil das halt 10 Jahre und länger dauert, bis man sozusagen den echten Nutzen hat. Ja. Ja, wenn ich jetzt sofort konsumtiv irgendwas ausgebe und sei es eine Rentenerhöhung, Mehrwertsteuersenkung oder was auch immer, das merken die Leute sofort, ist deswegen immer politisch attraktiver. Davon sind wir auch in der Union gar nicht frei. Mir geht es jetzt gar nicht darum, Fingerpointing zu sagen. Wie wir das Thema Investitionen versus konsumtive Aufgaben stärken, dafür ist noch die letzte Antwort nicht gefunden. Erstens. Deswegen, wenn wir die Schuldenbremse jetzt einfach irgendwie aufweichen, glaube ich nicht, dass es so viel mehr investiert worden ist, denn das Problem ist älter als die Schuldenbremse. Die Schuldenbremse haben wir seit 2009 und schon sie wirkt seit 2016, ne? Aber ja. Und sie wirkt erst seit 2016, also umso mehr gilt mein Argument, ja, dass wir ja vor dieser Schuldenbremse auch nicht investiert haben, denn sonst wäre dieser Rückstau ja nicht, der ist ja nicht in den letzten 5 Jahren entstanden, der ist ja älter. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir insbesondere für die Bundesländer einen Investitionstopf schaffen, der dann auch wirklich für Investitionen ist und für nichts anderes, weil der überwiegende Teil ist ja von den Ländern zu stemmen. Und von den Kommunen vor allem. Ne? Das ist ja dann auch Länderhaushalt. Da sind natürlich jetzt genau die Autobahnen und die Bundesbahn anders, wobei nicht mal bei der Bundesbahn gibt es auch Länderinvestitionen. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, für die Länder und deren Investitionen macht es gerade in der jetzigen konjunkturellen Lage relativ viel Sinn, wenn die ihr Investitionsvolumen erhöhen, dann muss es aber auch wirklich zweckgebunden und nur dafür sein und darf nicht das sein, was natürlich einige dann sagen, alles das, was wir schon immer mal gerne machen wollten und das Freibad neu bauen und so weiter, das ist dann auch noch da mit drin, dann wird es schnell beliebig und man kann natürlich sagen, in Bildung investieren ist eine Zukunftsinvestition, aber also ich würde dann hart an dem Thema bleiben, Hardware.
Ja, Beton ist nicht das Einzige, was ich mir da vorstellen Asphalt kann. Asphalt und Gleise. Naja, aber wie Gleise. Definiert man es? Das ist schwierig. Ja, deswegen mache ich ja so einen langen Bogen darum zu sagen, das ist nicht so ganz einfach, das zu investieren. Natürlich ist eine digitale Investition auch sehr sinnvoll, wahrscheinlich mit am sinnvollsten. Aber das müsste man in der Tat sich gründlich überlegen, nämlich auch strikt gegen Schnellschüsse. Jedenfalls jetzt hier den 24er Haushalt, irgendwie schnell, weichen wir auf und Karlsruhe sagt Hü und dann machen wir einfach das Grundgesetz hot und dann sind wir wieder da, wo wir vorher sind. Das wird mit der Union nicht zu machen sein und wäre jetzt auch mit mir nicht zu machen. Also ich höre richtig raus, Sie wären eigentlich für eine Konstruktion etwa analog zu dem Sondervermögen für die Bundeswehr. Ne? Da hat der Bundestag ja mit den Stimmen auch der Unionsfraktion eine Ausnahme ins Grundgesetz geschrieben. Also dieses Sondervermögen für die Bundeswehr ist ein Schuldentopf, der aber an der Schuldenbremse vorbei im Grundgesetz verankert wurde. Könnten Sie sich so etwas Ähnliches vorstellen? Nur so geht es. Und das hat auch eine ganz grundsätzliche Begründung, nämlich, wenn ich sowas mache, dann entscheide ich über diese laufende Legislaturperiode weit hinaus. Ich habe ja ein Mandat, wenn Sie jetzt mich als Bundestagsabgeordneter aber nur als Beispiel nehmen, ich bin gewählt bis Ende oder bis Mitte, bis Herbst 25. Und ich habe aber kein Mandat für 2039 zu entscheiden. Das tue ich aber de facto. Und dann ist die Antwort, diese Grundsatzentscheidungen müssen mit qualifizierter Mehrheit entschieden werden, weil sie ja auch nachfolgende Regierungen zwingen. Und so haben wir das bei der Bundeswehr bei den 100 Milliarden gemacht, die ja mit Tilgung irgendwie bis 2040 oder was gehen. Und so könnte man das auch dann machen. Ich kann mir eine andere Regel nicht vorstellen, für gar keinen Zweck. Aber zu sagen, wir wollen ein Investitionssonderprogramm machen, das kann ich mir vorstellen. Das muss man sich genau überlegen und würde ich jetzt nicht hektisch zwischen Weihnachten und Neujahr machen. Wie konkret setzt man sowas aufs Gleis? Also das Urteil ist jetzt 10 Tage her. Aber die Debatte ist älter. Ja, und das wäre ja auch ohne das Urteil eine Debatte gewesen, ne? Ja, aber die wäre erst wirklich virulent geworden, wenn die 4 Jahre rum sind und der WSF und der KTF ausgeschöpft. Und dann wäre in der Tat dieselbe Debatte gekommen. Und auch erst dann, also die Politik entscheidet so unpopuläre, schwierige Dinge ja immer erst, wenn genug Druck auf dem Kessel ist. Oder direkt nach der Bundestagswahl. Auch da, also es muss genug Problemdruck sein, dass die Bevölkerung auch versteht, okay, die machen jetzt was. Und jetzt ist Problemdruck auf dem Kessel, das finde ich gut und das werde ich jetzt nicht durch Äußerungen, die den Druck gleich wieder wegnehmen, weil dann kommt die Lösung nicht. Eines meiner Lieblingsthemen ist ja das Thema Staatsmodernisierung, weil ich glaube, dass der Staat nicht aufgestellt ist, die kommenden Probleme, so wie er heute aufgestellt ist, zu lösen und zwar völlig losgelöst von Finanzen. Und da ist der Lösungsdruck eben immer noch nicht groß genug, dass wir uns wirklich zu einer Staatsreform durchringen können, die die Entscheidungsschwäche des Staates und die daraus folgenden Bürokratie- und Strukturprobleme lösen. Ja, ganz herzlichen Dank. Das war im Gespräch mit der Lage der Nation Thomas Heilmann, Bundestagsabgeordneter der Christlich-Demokratischen Union und Vorsitzender der Klimaunion. Vielen Dank, dass Sie Zeit hatten für uns. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, wir freuen uns natürlich immer, das wissen treue Hörer und Hörerinnen der Lage, wenn staatliche Verwaltungen sich aufmachen in die Digitalisierung und versuchen Prozesse, Verwaltungsprozesse zu digitalisieren. Das Problem ist, Digitalisierung an sich reicht nicht. Es gibt gute und nicht so gute Digitalisierung und Digitalisierung sollte natürlich das Leben der Leute einfacher machen und nicht schwerer und komplizierter. Ich glaube, das ist so das Mindeste, was Digitalisierung der Verwaltung leisten sollte, denke ich. Und da haben wir ein schönes Beispiel für euch rausgesucht, nämlich Digitalisierung à la Landratsamt Ravensburg. Ein Hörer hat uns geschrieben, er hat nämlich eine E-Mail bekommen von diesem Landratsamt Ravensburg, das liegt in Baden-Württemberg. Und diese E-Mail heißt da: Guten Tag, Herr X, also gibt einen richtigen Namen, haben wir rausgelöscht, weil es nichts zur Sache tut. Herr X hat Ihnen vertrauliche Daten zur Verfügung gestellt, steht in dieser E-Mail. Sie können diese bis zum 30.11.2023 abrufen. Nach Ablauf der Frist werden die Daten automatisch vom Server gelöscht. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt. Soweit, so gut. Aber dann steht in dieser E-Mail, das erforderliche Passwort erhalten Sie auf dem Postweg. Zitat Ende. Das muss man sich mal reintun. Der Hörer bekommt eine Mail vom Landratsamt. In der Mail ist ein Link zu einer Website des Landratsamts. Dort liegt ein Dokument für ihn bereit. Aber um an dieses Dokument ranzukommen, muss man ein Passwort eingeben. Und dieses Passwort kommt per Brief. Also man bekommt eine E-Mail, mit der man nichts anfangen kann,
bis der Brief kommt. Ja. Ja, der Staat hat also einem Bürger verschlüsselte Dokumente per Mail zukommen lassen, auf die maximal komplizierteste Art. Und da gibt's natürlich jetzt eine ganze Reihe von Problemen. Ich glaube, das kleinste davon ist, dieser Brief mit dem Passwort ist bisher noch nicht angekommen. Also da läuft die Frist. Ja, also noch zwei Tage bis zum 30.11. kann er dieses Dokument da abrufen. Wenn denn der Brief mit dem Passwort gekommen wäre, ist er bisher nicht. So, ja. Das ist, würde ich mal sagen, das kleinste der Probleme. Also ich finde ja im Grundsatz erstmal eine gute Sache, dass das Landratsamt überhaupt sich bemüht, Dokumente digital zu übermitteln. Ist gut. Weißt du, im Zweifel wären das sonst vielleicht 50 oder 100 Blatt Papier gewesen, dass da jetzt stattdessen, hoffen wir mal, auf den Bürger eine PDF-Datei wartet, finde ich eine feine Sache. Aber wie gesagt, auch das, so wie sie es konkret machen, ist es halt maximal kompliziert. Das kleinste Problem ist, dass man jetzt auf den Brief mit dem Passwort warten muss. Aber es gibt ja grundsätzlichere Probleme. Man fragt sich nämlich gleich, also man könnte natürlich das gleich ganz mit der Post schicken, wenn man eh wieder das Passwort schickt. Aber da würde ich sagen, da ist schon noch ein Vorteil, dass man jetzt eben dieses möglicherweise sehr umfangreiche Dokument eben doch als PDF bekommen hat. Das spart ja schon eine Menge Papier. Also da würde ich noch keine Kritik sehen. Aber der Punkt ist, wenn man Dokumente digital verschicken will, dann gibt's halt einfach x bessere Methoden, wie man das anstellen kann. Ja, also die würde ich mal sagen, abgehangenste ist PGP, Pretty Good Privacy. Das ist eine Technik, mit der man seit Jahren, Jahrzehnten glaube ich fast schon, verschlüsselte E-Mails verschicken kann. Noch besser geht ist es natürlich, weil man den Schlüssel, also letztlich das Passwort, mit dem man die E-Mails und die Dokumente daran verschlüsselt und wieder entschlüsselt, das kann man sogar mit seiner E-ID mittlerweile verknüpfen. Genau, das ist richtig cool. Also die Frage ist ja, wenn man so einen Schlüssel da verwendet bei PGP, gehört der Schlüssel auch wirklich zur Person? Das müsste das Landratsamt theoretisch erst wieder checken. Kann ich also schon verstehen, wenn die da sagen, hä, wollen wir nicht. Aber da gibt es seit einigen Jahren schon eine ganz coole Lösung. Also man kann mit seinem digitalen Personalausweis seinen PGP-Schlüssel unterschreiben und damit ist dann klar, dass dieser Schlüssel wirklich einer bestimmten Person gehört. Das heißt also, das wäre eigentlich von einem Landratsamt zu erwarten, zu sagen, wir installieren uns dieses PGP. Da gibt es Gratis-Software, zum Beispiel Thunderbird, die kann das von Haus aus, gibt es für alle Betriebssysteme und dann schauen wir halt, gibt es von dem Bürger eine PGP-ID? Gut, der Bürger muss dann natürlich auch PGP können, aber das wäre tatsächlich eine naheliegende Lösung, wie man das Ganze einfach machen kann und das ist auch praxistauglich. Also die GFF zum Beispiel arbeitet seit 2016 komplett mit PGP. Klar muss man die Leute eine Stunde schulen, bis sie das können und dann klappt das. Ja, wenn man das nicht will, sondern einen leichteren Weg haben will, wenn man quasi, sagen wir mal, diesen Weg jetzt bevorzugt, wir schicken eine ganz normale E-Mail, da drin ist ein Link, der den Download eines verschlüsselten Dokuments ermöglicht. Es braucht dafür ein Passwort, ja, dann könnte man das Passwort beispielsweise per Bund-ID den Leuten zukommen lassen. Dann würde man sich diesen Postweg sparen, sondern man braucht halt einen Account bei Bund-ID und da würde man dann halt sagen, hier ist übrigens das Passwort für deinen Download. Ja, möglicherweise, wenn es ein kleineres Dokument ist, schickt man es auch gleich ganz per Bund-ID. Ich weiß nicht ganz genau, wie viel Megabyte man da so anhängen kann, aber ne, diese Bund-ID ist, wie ihr wisst, eine Möglichkeit, sich anzumelden bei staatlichen Diensten, aber dazu würde vielleicht sogar der E-Perso reichen. Und eigentlich noch viel wichtiger ist diese Funktion der Bund-ID als Rückkanal, ne, dass also die Behörde auch Menschen, Bürgerinnen und Bürger auf einem sicheren Kanal was schicken kann, nicht immer nur eine Briefpost schicken muss und ja, das hätte das Landratsamt hier eigentlich implementieren sollen. Ja, wir haben das Landratsamt natürlich gefragt. Na, so Fragen, ne? Nach unserem Stand verschickt das Landratsamt vertrauliche Dokumente verschlüsselt per E-Mail. Das Passwort zum Entschlüsseln der E-Mail-Dokumente verschickt das Landratsamt parallel. Sicher per Post. Ist das wirklich korrekt? Ja, erfolgt der Versand des Passworts per Briefpost für jede Mail, die verschlüsselte Dokumente enthält, haben wir gefragt. Welche Erwägungen haben zum Einsatz dieses Verfahrens geführt? Welche Verfahren zum Versand verschlüsselter E-Mails standen noch zur Auswahl und warum wurden sie verworfen? Was spricht dagegen, die Dokumente komplett per Briefpost zu schicken und so E-Mails zu sparen, ist natürlich ein bisschen so eine ketzerische Frage, aber ich denke, auf ein paar Fragen haben wir tatsächlich Antworten bekommen. Also, dass sie das so machen, das denke ich, geht aus dieser E-Mail hervor. Sie bekommen hier eine E-Mail und bitte, das Passwort kommt auf dem Postweg. Das, glaube ich, den Sachverhalt kann man als gegeben annehmen. Wir haben auf die anderen Fragen bisher keine Antwort bekommen. Ich habe deswegen auch mal beim Landratsamt angerufen, bei dem Mann, der halt diese E-Mail verschickt hat. Der sagte nur, bitte sprechen Sie mit der Pressestelle. Ich habe dann gesagt, ja, aber mache ich gerne. Aber können wir denn davon ausgehen, dass das richtig ist? Also diese E-Mail echt ist, sagte, bitte sprechen Sie mit der Pressestelle, ich sage dazu nichts.
Ich gehe jetzt davon aus, dass dieses Verfahren echt ist. Ja, wir haben ja die E-Mails weitergeleitet bekommen. Ja, da müsste uns der Hörer schon wirklich sehr gelinkt haben. Da gehen wir jetzt mal nicht von aus. Da gehen wir nicht von aus. Ist immer ein Rechtsanwalt. Ne? Also das wäre schon irritierend. Wir haben da keine Antworten bekommen. Wie gesagt, wir haben Ihnen eine Deadline bis heute 12 Uhr gegeben. Ich glaube, das war fair. Jetzt ist es, was, 17 Uhr 14? Ja. Also wir tragen das nach, wenn da noch was kommt. Vielleicht gibt es eine gute Begründung, warum das so ist. Ja, also was uns wichtig ist dabei, ist nicht quasi das Landratsamt dafür zu kritisieren, dass sie versuchen zu digitalisieren. Ganz im Gegenteil, wir sehen das Bemühen, irgendwie mit der Zeit zu gehen. Und aber auch große Dokumente sicher verschlüsselt übermitteln zu können. Ja, ne, dazu haben, also zum Beispiel haben die ja extra diesen, immerhin haben sie dazu ja extra diesen Server eingerichtet, ne, diesen Dokumentenserver, wo man dann eben Sachen mit Passwort abrufen kann und so. Da sieht man ja schon, da ist der gute Wille da, aber es fehlt dann halt einfach auf den letzten Metern quasi an der IT-Kompetenz. Und das kann man jetzt nicht von der Pressestelle erwarten oder von dem Mann aus der Rechtsabteilung, der diese Mail verschickt hat. Aber natürlich würde ich erwarten, dass in einer Behörde wie einem Landratsamt mit sicherlich ein paar Dutzend, wenn nicht 100 Mitarbeitenden, dass da wenigstens irgendjemand sitzt, der dann sagt, na, verschlüsselt verschicken, na klar, PGP, na klar, Bund-ID. Ja, zumal das ja keine besonders exotische Anwendung ist. Im Gegenteil, wie gesagt, PGP wird bei der GFF, der Gesellschaft für Freiheitsrechte, seit 2016 standardmäßig operativ eingesetzt von allen Leuten, von der Praktikantin bis zum Vorsitzenden. Ja, und auch die Anwendung an sich, Dokumente sicher per E-Mail verschicken, das ist jetzt nicht, wie digitalisieren wir denn, weiß ich nicht, kein Flug zum den Mond. Antrag, genau, für so einen Baukran oder keine Ahnung was, sondern wir wollen einfach Dokumente sicher per E-Mail verschicken. Da gibt es einfach Lösungen auf dem Markt und dies ist sicherlich nicht die beste. Werbung. Überall wird mit Begriffen geworben wie umweltfreundlich, klimaneutral und öko. Aber selbst bei Ökostrom führt das oft in die Irre. Nicht mal jeder zehnte Energieversorger investiert zertifiziert in neue Ökokraftwerke, die wir ja so dringend brauchen. Der Tipp gegen Greenwashing ist, schaut auf den Anbieter und nicht nur auf das einzelne Produkt. Wie nachhaltig ist das Unternehmen? Der Ökoenergieversorger Polarstern zum Beispiel investiert mit jeder Kilowattstunde in die Energiewende, hier in Deutschland und in Entwicklungsländern. Außerdem ist Polarstern zertifiziert durch B Corp und die Gemeinwohlökonomie. Polarstern bringt also nicht nur mehr Klimaschutz, sondern wirtschaftet auch noch nachhaltig. Mit Polarstern an eurer Seite könnt ihr euch also sicher sein, dass ihr wirklich die Energiewende voranbringt und für mehr Klimaschutz sorgt. Wechselt daher jetzt zu Polarstern. Mit dem Code LAGE erhaltet ihr eine 20-Euro-Gutschrift auf eure Jahresendabrechnung. Alle Infos unter polarstern-energie.de. Das war's für diese Woche. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Die Lage der Nation ist wie immer abschließend und umfassend erörtert. Wir hoffen, diese Folge hat euch Spaß gemacht. Euer Feedback könnt ihr am besten abwerfen bei uns im Forum unter talk.lagedernation.org. Und Philipp, wir müssen ja so ein bisschen Winke-Winke sagen. Ja, das ist hier, sagen wir mal, meine letzte Lage vor der Babypause. Ja, die, wie das so mit Babys ist, man weiß nicht genau, wann sie kommen. Aber jetzt so langsam? Aber so langsam ist es in der erdnahen Umlaufbahn. Auf jeden Fall. Also so langsam kündigt es sich an und der Fahrplan sagt, dass das in den nächsten Tagen passieren soll. Deswegen klinke ich mich hier erstmal aus und Ulf, an dieser Stelle auch ganz herzlichen Dank für deinen Einsatz. Ja, dass du das ermöglichst, dass ich mich hier mal für 1, 2, 3, 4 Wochen rausziehen kann und trotzdem nichts, so wie ich das sehe, wirklich substanziell ausfallen muss. Nö, wir haben ein bisschen vorproduziert für die Weihnachtspause. Wir haben ein Interview und 2 Sonderfolgen quasi in der Konserve. Richtig. Und ich mache 2 Lagen vor Weihnachten noch mit Gastmoderatorinnen, worauf ich mich sehr freue. Das ist einfach ein spannendes Experiment. Das sind total schlaue Journalistinnen und ich bin gespannt, wie es mit denen ist. Dir und deiner Frau alles Gute für dich. Ja, vielen Dank. Ich drücke sehr die Daumen. Ich danke auch für die guten Wünsche, die über alle Kanäle jetzt hier so eingetrudelt sind. Also ich sag jetzt mal hier winke, winke, wir hören uns wahrscheinlich wieder Mitte Januar. Und ich wünsche euch schon mal ein frohes Fest und guten Rutsch. Wir hören uns ja, wie gesagt, aber auch dann noch mit voraufgezeichneten Sendungen. Habt eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Winke, winke, tschüss.